Ja, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade V5 und heute mit dabei der Arai Gumar als Aisea. Und der müsste sich entmuten, wenn er was sagen will. Hallo, ich war nicht vorbereitet. Tja, habe ich dich kalt erwischt, ne? Ja, total. So, heute Robotik dabei, Feramin als Samantha. Hallo. Ein Hoch auf die Internetleitungen in Deutschland. Ja, der Kakko ist heute Bruce. Nabend. Und sonst auch vielleicht ein bisschen. Hm. Last but not least spielt uns Lydio heute Dr. Angela. Hallöchen. Ja. Fällt auf, Bruce hat sein Mützchen gar nicht an heute. Nee. Nicht bei den Temperaturen. Ja, wir spielen ja auch in Texas. Ja, richtig. Ja. Ja, ja, wir spielen Vampire the Masquerade V5. Im 14. Teil inzwischen, Blood and Sand. Und wir spielen 2018. Wir schreiben in Time den 26.10.2018. Und Lilio ohne Kontaktlinsen? Weil ich gestern welche anhatte. Und halt ohne Brille gespielt habe. Das war anders. Okay. Ich sollte D-Rex ausblenden, der verwirrt mich jetzt. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich gesagt habe. Wir spielen am 26.10.2018. Und wir spielen in Texas, nahe der Grenze zu Mexiko, in einer kleinen Stadt ohne Namen. Und ja, das scheint aber keinen großartig zu interessieren. Unsere Vampire, Dr. Angela, Samantha, Bruce und Aisea sind relativ neu in der Stadt und haben sich versucht, mit der Camarilla zu arrangieren. Und ja, haben zwei Aufträge bekommen. Einmal einen verschollenen Vampir zu finden, was sie auch geschafft haben. Dieser entpuppte sich als der Sire von Bruce. Und ja, das haben sie aber noch nicht weitergegeben. Also schon, dass es den irgendwie gibt, aber noch nicht wo und was und wie. Und den anderen Auftrag, den sie bekommen haben, ist, die aktuelle Bürgermeisterwahl zu sabotieren oder zu beeinflussen. Und diese Wahl findet am 27.10. statt. Also wir befinden uns gerade am Wahlvorabend. Und ja, die Vampire haben sich alle auf unterschiedlichste Art und Weise versammelt auf der Wahlparty vom Bürgermeister gegen Kandidaten, den sie ja sabotieren wollen. Das wäre auch alles gar nicht so und ultra schwierig für Vampire, aber ja, anscheinend hat dieser Gegenkandidat für den Bürgermeister auch irgendwas mit den Vampir-Gesellschaftsklüngeln-Zeugs am Hut, denn... Wer raschelt denn da so? Sorry. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, weil Dr. Angela Sire ist irgendwie doch noch in der Stadt. Welche Überraschung. Und hängt sogar mit Dr. Angelas Freundin von früher ab. Ja. Und ja, die Vampire haben ihn sogar dabei erwischt, wie er den Bürgermeisterkandidaten Blut verabreicht hat. Und ja, auf dieser Wahlveranstaltung, wo sie sich jetzt befunden haben, laufen noch andere Vampire rum. Irgendwie sind die Eingänge dieser Location irgendwie mit Vampiren besetzt. Die Band, die dort auf einer Bühne vor dem Haus in so einem Zeltabteil spielt, da hat Bruce auch vampirische Vibes wahrgenommen. Und ja, zwei der ja wahrscheinlich zur Camarilla gehörenden Vampire sind auch da und waren überrascht, euch da zu sehen. Und Samantha hat mit ihrem Sire zusammen mit der falsche Taste.
Genau. Sam hat mit der Toreador-Primogene gesprochen, die von der ganzen Situation hier in diesem Wahldingens ein bisschen angenervt schien, weil die Party irgendwie doch nicht so cool ist wie vermutet. Das hat sich dann aber schlagartig geändert, als Angelas Sire dann aufgekreuzt ist mit dem Bürgermeisterkandidaten und Dr. Angela eine Szene gemacht hat. Ihm, ja, ihn lautstark auf sich aufmerksam gemacht hat und dafür auch mit einiges an komischen Blicken gesät hat. Und Sam hat noch Öl ins Feuer gegossen, indem sie irgendwas von einem angehängten Kind erzählt hat und laut in die Menge gerufen hat, was die anwesenden Journalisten dann wiederum ziemlich auf die Palme gebracht hat und aufmerksam hat werden lassen. Und da sind wir ausgestiegen beim letzten Mal. Und falls ihr jetzt denkt, das ist alles total verworren und komisch, dann habt ihr recht, denn, denn wir spielen Vampire the Masquerade, ein von sich aus ein Pen and Paper Rollenspiel, was in der World of Darkness angesiedelt ist. Die Charaktere, die gespielt werden, sind nicht die nettesten Zeitgenossen und auch keine gut situierten, sondern sie haben ein Problem, denn sie sind Vampire und deswegen von dämonischer Präsenz besessen und dürsten nach Blut, Verderben und Tod, mehr oder weniger, außer Bruce vielleicht. Obwohl, er gibt's nur nicht zu. Deswegen, falls ihr das jetzt hier schaut, denkt dran, wir spielen hier nur, das ist nicht echt. Und in Wirklichkeit sind wir alle ganz nett, glaube ich. Außer Bruce. Das ist richtig. So, ja. Die Szene habe ich ja eben schon beschrieben. Der Aufmarsch des Bürgermeisterkandidaten samt Anhängseln, vampirischen Anhängseln und auch die Freundin von Dr. Angela, wie hieß sie noch? Hilf mir kurz auf die Sprünge. Lillian war auch voranwesend und hat geschockt auf diese Konfrontation reagiert, denn sie hat große Augen gemacht, als sie Dr. Angela gesehen hat. Hat sich dann von Angelas Sire mitreißen lassen. Und der ganze Trupp ist erstmal ein bisschen außer Reichweite verschwunden. Zumindest wurden sie sofort von Bodyguards umringt und durch die Menge getrieben, als das große Oh und Ah und das Knipsen, laute Knipsen von Fotoapparaten gab. Und nun werdet ihr zumindest belagert von einem ganzen Pulk Reporter. Wo verorte ich mich gerade so relativ zu diesem Drama? Ich bin mittendrin, ne? Ich wurde ja auch gerade als Anwalt. Du hast neben Sam gestanden, ja. Und jetzt wahrscheinlich eher neben mir, weil du ja als mein Anwalt. Ich stelle mich mitten davor, versuche meine Klienten so gut wie möglich abzuschirmen und sage: Alle Fragen können Sie gerne mir stellen. Ja, um das nochmal, die Szenerie nochmal. Also, Isaiah, Samantha. Andrew, Sam Sire und Dr. Angela stehen quasi jetzt mitten in diesem Pulk drin. Etwas außerhalb, so in Richtung Buffet noch verortet, ist Bruce zusammen mit Mr. Pranava, einem ebenfalls einem Vampir, für den Bruce arbeitet. Und der das Ganze irgendwie, würde er Popcorn essen, dann wäre das, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Auf jeden Fall sehr amüsiert anschaut. Ja, und genau. Ja, die Reporter stürmen auf Isaiah ein. Was war das gerade mit Kind und wer sind sie überhaupt? Nun, wie Sie sehen, was sind Ihre Fragen? Stellen Sie mir eine konkrete Frage. Wer sind Sie überhaupt? Wer ist diese Frau? Offensichtlich eine ehemalige, die Ex-Frau sozusagen von diesem geschätzten Herr aus dem Wahlkampfteam des Bürgermeisters, wie heißt der Typ nochmal? Jones? Adam.
Shane Jones. Achso, ja, genau. Und, ja. Der Bürgermeisterkandidat heißt Shane Jones. Ja. Genau. Ja. Und es ist ja untragbar, dass man solche Leute, die sich so unmöglich benehmen, seinen Wahlkampf hier wieder. Da muss man sich ja schon fragen, wie weit es her ist mit der Urteilskraft dieses Mr. Jones. Ja, es geht großes Gemurmel los. Die ersten zücken schon ihre Notizblöcke und man sieht auch hinten schon welche an so großen Tablets irgendwas schreiben. Wie genau war Ihre Beziehung zu dem Herrn? Weitere Detailfragen beantworte ich Ihnen gerne morgen. Morgen? Wir möchten mit ihm reden. Wir sind hier, weil wir ein Gespräch mit ihm haben wollen. Ja. Bitte, halten Sie etwas Abstand. Wir können im Moment nicht mit Ihnen sprechen. Zum Journalistenvolk so. Mhm. Quetscht ihr euch dann an den vorbei Richtung Backstage quasi? Quasi, ja. Ja. Ja, oh, Bruce, Mann, die drängeln sich dann irgendwie vorbei. Und Pranava zwickt dich so in den Arm an der Seite und meint: Ups, warum sind Sie weg, Mr. Walsh? Sie scheinen mir etwas abwesend zu sein. Das war jetzt eine sehr dramatische Szene, das tut mir leid. Bruce würde diese ganze Szene erstmal nutzen, weil ich meine auch noch zu wissen, dass sich auch an allen Ausgängen da Vampire positioniert haben. Ja. Und er würde sich dann halt so ganz kurz zu Pnava drehen. Also den Rücken zur Menge gedreht, dann würde er halt so in seiner Hosentasche kramen. Falls diese Situation eskaliert, sollten wir erstmal vorbereitet sein, auch wenn sie, also ich würde so ein bisschen Platz lassen, dass er da gucken kann. Ich hole den Autoschlüssel raus, wo er eventuell, musst du mir sagen, ein Zweitschlüssel dran ist. Ja. Würde ich einen Schlüssel abmachen. Falls es eskalieren sollte, reiche ich ihm so diesen Autoschlüssel. Sie können Auto fahren? Nein. Warum, wenn ich Auto fahren könnte, bräuchte ich keinen Fahrer? Nun ja, ich dachte, feine Herren machen das. Gut. Feine Herren müssen nicht Auto fahren können. Ja, richtig. Naja, gut. Dann sollten wir. Aber welche Situation sollte denn hier eskalieren? Ich finde das äußerst interessant, diese Gruppe da drüben. Sie erinnern sich dran, ich habe Ihnen das mitgeteilt mit den Ausgängen, die bewacht werden. Ja, bewacht. Sie sind in keiner Weise beunruhigt. Warum sollte ich? Sind Wachen etwas Ungewöhnliches auf einer Veranstaltung wie dieser? Ja. In einer solchen Anzahl und alles vampirisch Wachen würde mich beunruhigen. Es hätte mich viel mehr gewundert, wenn es keine Vampire wären hier, die alles in Kontrolle haben. Ja, aber würde ihm ansehen, so. Also, von der Faktum. Schmeißen Sie nicht alles um. Tut mir leid, Häppchen. Die guten Häppchen. Ja, ich wollte nur, dass wir Bescheid wissen. Also, ich habe da hinten diesen. Das heißt, sollte es zu einer Eskalation kommen, könnten wir durch diesen Gang finden und dann könnte ich Sie in Sicherheit bringen. Welche Eskalation? Ich weiß nicht immer noch nicht, wovon Sie reden. Nein. Nur für den Notfall. Sie meinen, die Vampire in dem Pulk da drüben könnten die Reporter angreifen? Nein. Umgekehrt. Dachte eher an die Band. Die Herrschaften, die gerade reinmarschiert sind. Ja. Wissen Sie, Mr. Warren, ich kenne eigentlich ziemlich viele Vampire in dieser Stadt, aber der eine da, den kenne ich noch nicht so richtig gut. Der war auch in dieser Firma, der Modefirma, und der kann mich nicht leiden.
Sie meinen, ich beschreibe ihm halt Adam. Sie meinen diesen Kerl? Mhm. Auch nur einmal ja, richtig auf der Modeschau gesehen. Es scheint generell nicht der sympathische Mensch zu sein. Ich glaube, er hatte auch Antipathie. Ja, wir brauchen hier noch ein paar Häppchen. Ja, ja, es ist auch... warum hast du die Häppchen runtergeschmissen? Also, als jemand vorbeiläuft, wechselt er sofort das Thema. Verzeihen Sie, Sir, ich... Also. Ungeschicktes Personal. Ich gebe diese Häppchen wieder auf. Wie so ganz, ganz provisorisch so einen Haufen auf dieses Tablett. Wenn die da jetzt hinten verschwinden, ich wüsste schon gern, was die mit dem zu schaffen haben. Anscheinend hat dieser eine da hinten ein Kind von ihm. Das habe ich auch gehört, das haben wir auch erfahren. Sehr interessant auf jeden Fall. Kennst du diese anderen Vampire? Also, der hat das ja mit. Wir haben miteinander geredet und er war dabei. Das heißt, er weiß zumindest, dass ich dich kenne. Ja, die Dame davon. Also, sehr, gerade so wie er verschwindet, so. Ja, die halt, aber den anderen Typen nicht. Ja, dann würde ich sagen, ist das doch eine gute Gelegenheit, wenn ich dir folge. Ihnen folge, Entschuldigung. Und. Sie sich an ihre Freundin dranhängen. Wie sie wünschen, Sir. Ja. Ja. Bruce versucht sich dann, wenn er das sagt, halt so die Menge durch die Menge. Armlänge Abstand, Armlänge Abstand. Ja, genau. Er macht halt so richtig den Bodyguard und schubst halt auch mal so einen im Weg stehenden Reporter mal sehr beiseite. Ja. Dazu. Ja, die anderen, ihr kommt halt ziemlich schnell an so eine große Seitentür, wo halt dann auch so ein Typ mit dem Knopf im Ohr so einer einrasierten Augenbraue und sonst keinem Haar auf dem Kopf irgendwie mit Lederjacke da irgendwie so steht und dieses du kommst in dein Gesicht macht. Isaiah ging ja vor, ne? Das ist richtig. Also es ist ein harter Typ, der das du kommst hier nicht rein Gesicht macht. Hab ich richtig verstanden. Mm. Ich gehe einfach sehr selbstsicher an ihm vorbei, quasi. Nein. Gesperrte Zone. Ich möchte ihm gerne tief in die Augen schauen. Mhm. Und sagen... Bitte lassen Sie uns durch. Und ich möchte gerne Compel benutzen. Ja. Und lass mich dir sofort sagen, wie es genau funktioniert. Ja. Also es ist kein Mensch, der da steht, weil das sind die Türsteher sind ja alle Vampire. Was Isaiah ja nicht weiß. Weiß ich ja nicht. Ja. Hättest du mal Bruce gefragt. Hätte ich mal Bruce gefragt. Jeder braucht einen Bruce. Genau, jeder braucht einen Bruce, so sieht's nämlich aus. Momentan hat nur Pernava einen Bruce. Ich bin ein bisschen neidisch auf den Pernava, ich hätte auch gerne einen Bruce. Wo kann man so einen Bruce kaufen? Wie viel Geld muss ich haben, um mir eins Bruce, bitte? Wo hat er dich nochmal aufgegabelt? Nee, ich habe im Taxi, bei der Arbeit. Wenn du mir noch eine hattest die Chance, Isaiah, damals. Ich hatte die Chance, ja. Ja. Aber du stimmt. Hast schlechtes Trinkgeld gegeben. Ey, schlechtes Trinkgeld, das war schon ganz okay eigentlich. Also jetzt nicht super, aber... Compel sagt, der Blub... Wo ist denn das jetzt hin? Da. Genau. Commanding a resisting victim, dann darf er... Ich darf Charisma plus Dominate gegen Intelligenz plus Resolve würfeln. Mhm. Dann würfel du mal zuerst. Jawohl. Boah, ich habe so viele Tabs auf hier gerade, dass... Willkommen in meiner Welt. Ja. Charisma plus Dominate. Über 6.
Chaka. Das. Oh, genau, ein Erfolg. Möchtest du Willpower ausgeben? Ich darf alles. Drei darfst du mal. Maximal drei wiederholen und ich denke, dein Hunger ist nicht fünf, ne? Sonst nee, würdest du nämlich nicht. Die eine ist da ein. Ja, ich will dann zwei. Moment, also wie viel Hunger hast du? Ich habe drei Hunger im Moment. Drei Hunger, dann darfst du nur zwei wiederholen, weil der eine Würfel, der eine Erfolg ist ein normaler Würfel schon, den willst du wahrscheinlich alles wiederholen. Klar. Und die Blutwürfel darfst du ja nicht wiederholen. Ja. Zwei, oh Gott. Zehn über sechs. Komm schon. Hast du noch eine dazu? So, und was darf er jetzt dagegen würfeln? Kostet mich ein Willpower, richtig? Genau, ein Willpower-Schaden. Ja, er darf dagegen würfeln ein Intelligence, Intelligence und Resolve. Ah ja, okay. Hat er bestimmt nicht viel von, oder? Nee. Ups, falsch. Drei, finde ich okay. Mit drei kann ich leben. Ja, das sind aber auch zwei Erfolge. Bei Gleichstand gewinnst du, glaube ich. Und wenn, ist nur eine 5 ein Erfolg? Nee, eine 6. Ah, 6 ist Erfolg. Entschuldigung. Ja, dann hast du erst recht gewonnen. Yes! Okay. Verzeihung. Ja. Ja. Sehr gut. Was machst du für einen Befehl? Ich sage, lassen Sie sich bitte durch. Mhm. Moment, ich muss gerade was nachschauen. Mhm. Es ist ja ein Vampir gewesen, nicht wahr? Das ist korrekt. Und er hat seinen Test nicht bestanden. Das ist korrekt. Und er hat einen Hungerwürfel mit 1 gehabt. Ein bisschen Failure. Ja, genau. Was ist denn hier? Compulsion. Da. Ich würfel mal kurz. Mhm. Ein D10. Einmal die 6. Okay, ja. Lassen Sie mich bitte durch, sagst du ihm, ne? Ja. Ja, er tritt sofort zur Seite. Mhm. Ja, und was machst du? Ja, ich gehe an ihm vorbei. Gehst an ihm vorbei, gut. Hm, wer folgt dir? Ja, ich auf jeden Fall. Mhm. Und Bruce auch, wenn das... Mhm. Im Endeffekt einfach so der ganze Pulk. Wir machen mit Kolonne. Die Icea nachfolgen können einen Ausdruck der Panik auf einmal aufkommen sehen in seinem Gesicht. Er schaut Icea hinterher. Schaut dann so in die Runde, sieht die vielen Journalisten, die mit ihren Kameras da stehen und irgendwie Blitze machen und so. Und dann, als der erste Fotoblitz ankommt, kauert er sich irgendwie zusammen, guckt sich dann irgendwie geschockt um und läuft dann irgendwie in die andere Richtung hinter Isaiah her irgendwie, aber dann in dem Gang, in dem Isaiah verschwunden ist, in die andere Richtung davon. Gut. Keine Wache mehr an dieser Tür. Praktisch. Das heißt, Bruce kommt auch ohne Probleme durch, denn der hatte noch ein bisschen Abstand, aber da jetzt auch keiner mehr ist. Allerdings drängeln sich jetzt auch ein paar Journalisten hinterher. Also wirst du das merken, dass hinter dir der Typ halt rausläuft, ne? Ach so, ja. Ich halte quasi dann die Tür auf für die anderen und schlage den Journalisten die Tür vor der Nase zu. Ja. Da kommt die Welle kurz ins Stocken. Ja, sehr gut. Wir fertilisieren uns, solange die Welle ins Stocken kommt. Ja, also ihr befindet euch in einem Gang, wo mehrere Türen abgehen. An der Seite des Ganges auch so eine Tischreihe aufgestellt, wo so ein paar Canapés draufstehen. Wahrscheinlich die Ersatzsachen für das Buffet, wenn das leer ist, das was nachgeholt werden kann. Ja, okay. Das heißt, wir suchen jetzt hier, welche Tür die richtige ist. Ja, weit können sie ja noch nicht weg sein, ihr seid ja direkt hinterher. Hm. Ja. Ich nehme einfach mal an, dass der Typ nicht dahin läuft, wo seine Herren und Meister hin sind, also gehe ich
quasi. In die andere Richtung. Dahin, wo er nicht gelaufen ist. Mhm. Genau. Und also, ich bleib bei jeder Tür kurz stehen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, so nicht direkt reinzuhorchen, aber so, wenn jetzt direkt auf der anderen Seite irgendwie Geschrei kommt und Diskussion, dann möchte ich das gerne mitbekommen. Ja. Ja, das ist schon in der ersten Tür, wo du horchst, hörst du so ein Gezeter. Aber so ein genaues müsstest du was würfeln, wenn du was Genaues hören willst. Ja, bei Gezeter bleibe ich stehen und ich mach so mit der Hand so. Und dann gehst du an die Tür ran. Ja, willst du ich würde aber, glaube ich, auch ein bisschen mitlauschen wollen. Ja, Bruce bleibt so wie angewurzelt stehen, zieht so die Arme wieder an den Körper und fühlt sich wieder sehr unwohl. Sage. Bruce ist steht vor der von ICR verschlossenen Tür. Siehst du halt, wie der eine Journalist gerade nach der Klinke greift und irgendwie hinterherlaufen möchte. Ja, wenn der nach der Klinke rennt, ich sehe ja aus wie ein Bodyguard. Da würde ich halt die Hand so packen, dann von der Klinke abziehen und so, nein, so läuft das hier nicht, Freundchen. Und dann würde ich mich halt so vorendrängeln, dass halt Pnava halt vor mir durch die Tür gehen kann. Und so. Er verneigt sich kurz vor dem Journalisten und geht an dir vorbei. So läuft das hier nicht. Und dann gehe ich so halt rückwärts die Tür rein und mach die Tür. Mega. Willst du sie von innen zuschließen? Von innen steckt ein Schlüssel. Dann würde ich einmal zuschließen. Ja, gut. Kannst du zuschließen. Willst du den Schlüssel mitnehmen? Ich weiß nicht, ob Bruce daran denkt. Ich mach mal kurz einen Gesichtswürfel. Der gute Gesichtswürfel. Bruce denkt da natürlich sofort dran. Ja. Ja, also will ich eine Bewegung, er dreht sich, zieht die Tür zu, zuschließen, Tür, Schlüssel raus. Ja. Und siehst dann halt, wie Angela und Isaiah beide mit dem Ohr an der Tür. Und wieder direkt, als er diese Tür zugemacht und diese Szene wieder zu Ende ist, dann schaut er sich um, bis wir in diesen Backstage-Front und fühlt sich wieder so ganz fehl am Platz und dann tippelt er so wahrscheinlich Pnava hinterher. Ja, der steht dann mit seinen langen, knochigen Finger ausgestreckt. Schau ich mich mal so generell da mal um. Links und rechts. Ich würde dann euch auch einen fragenden Blick zuwerfen, während ich ja an der Tür horche. Ja. Vor allen Dingen Pnava. Ich war so, Bruce schaut Pnava so an mit so einem fesselnden Blick so. Ja, was? Ja, wenn ihr horchen wollt, macht doch Awareness und Wits. Und ich sag mal 3 Erfolge, um da was zu hören. Was da gibt. Okay, ich würfel dann einfach gar nicht, ja? Du kannst da dein Blut heranziehen, um deinen Wits zu steigern, wenn du magst. Ja, ich roll einfach. Ich roll einfach meine 2, vielleicht kritte ich ja einfach. Das könnte sein, ja. Weil bei 2 Hunger, wenn du krittest, ist es ein Beastel-Crit, ne? Aber 2 Erfolge, ja. War kein Crit, ja. Kein Crit. Schade, das wäre jetzt so nicht ulkig gewesen. Durch die Tür durchgegangen. Ja. Kritisch gelauscht. Ja, Dr. Angela hört durch die Tür Gezeter zuerst und dann konzentrierst du dich langsam. Versuchst irgendwie zwischen diesem, da scheint auch irgendwie irgendwas zu scheppern, irgendeiner scheint was durch den Raum zu schmeißen oder irgendwas scheint umzufallen oder irgend sowas in der Art. Und du hörst dann, wie sich, also du hörst 2 dir bekannte Stimmen, nämlich die von deinem Sire und die von jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Lillian. Genau. Und sie schreit auf ihn einzureden, so von wegen was sollte das denn? Und du hast gesagt, sie wäre weg. Hui. Und sonst kommt immer nur so ein beruhig dich zurück. Und dann irgendwie eine dritte Stimme, die du gerade, wahrscheinlich gehört sie irgendeinen anderen des Trosses.
Aber, und dann wieder die Stimme von, Oh, tritt die Tür ein. Ich und Namen. Adam. Ruhig. So, ja. Tritt die Tür ein. Tritt die Tür ein. Tritt okay. die Tür ein. Bruce zuckt nämlich komplett zusammen. Okay. Mach Strength und Brawl. Ich darf da doch bestimmt hier, ich habe mir für Potence Level 2 dieses, dass ich auf Acts, auf Strength meinen Potence-Wert mit drauf addieren darf. Ja klar, kannst du gerne benutzen. Mhm. Sehr gut. Okay. Strength und Brawl, das sind insgesamt 7. Solide, würde ich sagen. Mhm. 2 Erfolge aber nur. Egal, muss reichen. Ja, reicht für die Tür auf jeden Fall. Allerdings nicht für ein imposantes. Das ist mir gerade. Ich reiße egal. Die Tür aus in Fetzen Auftritt, das wäre es jetzt gewesen. Egal. Ich trete einfach ganz, ganz sachte die Tür ein. Ja, gezielt mit einem Tritt gegen das Schloss, ohne vorher zu gucken, ob die Tür nicht sowieso vielleicht auf wäre, aber das ist ja egal. Das Schloss leistet nicht viel Widerstand und es macht ein lautes Knack und die Tür schwingt mit einem Quietschen auf und du siehst in den Raum hinein, wie sich Adam und Lillian, jetzt schreibe ich mir das auf hier auf, bevor ich da in meinem Doc rumgucke. So, wie sich Lily und Adam quasi gegenüberstehen und sie mit so einem zornesroten Kopf und er, blass wie Vampire nun mal so sind. Und es gibt noch eine Couch in diesem Raum, der ansonsten eher wahrscheinlich so eine Art Abstellkammer, Kleidungsaufhängraum ist. Da sind so ganz viele Kleiderständer, wo so Jacken dranhängen und so. Aber da ist halt noch so ein Couchmöbelstück, wo der Bürgermeisterkandidat und noch 2 andere Leute drauf sitzen. So ein bisschen mit einem schreckgeweiteten Gesicht. Und erst recht in deine Richtung gucken. Ich bin nicht weg. Und ich will eine Erklärung für den ganzen Scheiß hier. Angela. Und mache mich groß und stemme die Hände in meine Hüften. Wenn ich bin, macht mich nicht viel größer, als ich eigentlich bin, aber es ist mir gerade total egal. Ja. Wen hast du denn angeschrien? Hast du Adam angeschrien? Was Adam. Du angeschrien? Adam. Okay. Ja, der dreht sich von Lillian weg in deine Richtung. Verzieht eigentlich nicht so richtig eine Miene. Also es ist schwer zu lesen, ob ihm das jetzt unangenehm ist oder nicht. Könntest du mal, wenn du versuchst, das abzuschätzen, dann mal so ein Insight machen. Und die anderen und auch, wenn sie das abschätzen wollen. Ja, ich möchte. Mhm. Nee. Na, dann kannst du aus seiner Miene nur Stoizismus rauslesen. Mhm. Also keinerlei Gefühl oder sonst irgendwas. Ich hätte 3 Erfolge. Isaiah meint dann ganz kurz so einen Anflug von Oh shit zu erkennen. Und dann spricht er aber ziemlich ruhig. Was soll ich erklären? Du setzt mich einfach hier auf der Straße aus mit einem Zettelchen, oh ja, nee, funktioniert nicht, pass auf, dass du selber klarkommst und gehst zu meiner besten Freundin. Und du denkst wirklich, dass ich das nicht herauskriege? Was hast du denn dabei überhaupt gedacht? Ich hab dich nicht auf der Straße abgesetzt.
Entschuldigung, ich stehe halt wirklich so hinter ihrer Schulter und fange halt jetzt wirklich an zu lachen. So. Das Komisch. Ist eine lächerliche Spitzfindigkeit. Also, angesichts der Tatsache, dass ich die letzten Tage in einem Obdachlosenheim übernachten musste, weil ich keine Bleibe habe, weil du mich auf die Straße gesetzt hast, oder auch nicht, Moment. Wie du sagst, fände ich das Zimmer schon... Im Obdachlosenheim habe ich dir besorgt. Ja, das macht es nicht besser. Das heißt, du hast von Anfang an geplant, mich hier auszusetzen? Du warst da sicher. Nee. Nee. In dieser Stadt. Nee. Wenn du denkst, dass irgendjemand hier sicher ist, dann hast du dich gewaltig geirrt. Und überhaupt, das ist nicht das Problem. Was ist das? Das ist in der Heimat. Das ist privat hier. Verzieh dich. Ich möchte gerne... Adam tief in die Augen schauen. Mhm. Und ich möchte Mesmerize benutzen und sagen, erklär dich. Mhm. Dafür muss ich einen Rouse-Check würfeln. Ja. Ololo. Oh, oh, oh. Mal gerade gucken, ob ich mit durch die Werte für Adam nenne. Andrew, Anna, Adam. Ja. Ja, geschafft. Kein Hunger. Genau. Kein Hunger extra. Und bei Mesmerize muss ich Manipulation gegen plus Dominate gegen Intelligenz und Resolve würfeln. Und dann darf ich dem Opfer, solange wie wir uns quasi gegenüberstehen und in die Augen gucken, kann ich ihm Befehle geben und ihm Fragen stellen und solche Sachen. Das, was ich im Grunde genommen mit dem ersten Wahlkampfhelfer gemacht habe. Mhm. Und dann Manipulation plus Domination ist viel. Gleich viel. Wow. Oh. Ups. Könnte das sein, dass ich das ein bisschen Crit. Und zwar was einer, ne? Triple. Aber ein richtiger. Es ist 1, 2, 3, 4, 5, Moment, ne, 4, 5, 6, 7, 8, ne, Moment, nochmal. Das ist exponentiell. 4, 5, 6, 7 Erfolge. Uff. 7? Okay. Bin ich jetzt richtig? 7 oder 8? 7. 7 ist richtig. 2 mehr als ja. Success. 2 mehr ja. als. Ja. Okay, also. Also er da brauche ich nicht gegen. Ich könnte auch kritten, warte mal. Ja, du könntest auch kritten. Nee. Nee, so gar nicht. Oh Gott. Also er tritt so einen halben Schritt nach vorne, sodass er quasi Schulter an Schulter mit Dr. Angela steht. Mhm. Guckt Adam tief in die Augen, als er sich quasi zu ihm dreht und sagt, wer ist eigentlich der Heini? Mhm. Und jeder, der so ein bisschen so Isaiah aus den Augenwinkeln fast sieht, hat den Eindruck, dass auf einmal das Licht flackert ein bisschen. Und es ist wie so ein Schatten, der sich ausbreitet und so ein und Adam macht so beantworte die Fragen ohne Unsinn zu erzählen. Was hast du dir gedacht? Warum hast du sie zurückgelassen? Ja, schaut dich eingeschüchtert an, was in diesem Moment für die anderen, die zugucken, wahrscheinlich eine sehr eigenartige Szene ist, weil er so seine Gestik von Brust raus, Bauch rein, verpiss dich, Isaiah, zu alles, was du sagst. Und also aus dem vorher sehr höflichen Isaiah ist so. Der Anzug ist noch da, aber es wirkt einfach nicht so, als wäre das noch ein netter, normaler Typ oder so ein Anwaltstyp, sondern er sieht aus, als wie ein. Der Mafia hat was so. Monströses an sich. Mhm. Die Zähne kommen raus und das Gesicht verzerrt sich zu so einer Fratze.
Was hat nicht funktioniert? Zeigt der auf mich? Oder auf... Hä? Ja, ja. Warum bandelst du jetzt mit Lillian an? Tu ich doch gar nicht. Was hast du mit ihr zu tun? Sie ist eine Freundin und Geschäftspartnerin. Was hast du mit Shane Jones am Hut? Ist der übrigens hier? Ja, das ist einer von den dreien, die auf der Couch sitzen und gerade dich mit großen Augen anschauen und eigentlich wie Ästler vor sich hin zittern. Angela sieht übrigens auch, wie Lillian zurückgewichen ist vor Alcea und irgendwie gerade versucht, sich hinter so einem Jackenständer irgendwie zu verstecken. Und so drei Schritte, also so weit wie möglich, weil irgendwann kommt die Wand halt. Alle sind versuchen so weit wie möglich von Alcea wegzugehen. Ja, also ich schaue immer wieder kurz hin. Ich versuche absichtlich nicht zu Lillian zu schauen, aber ich kann halt es einfach nicht verhindern. So. Achso, ja, meine Frage, was hat er mit Shane Jones zu tun? Das wollte ich wissen. Er ist mein Ghoul. Frag ihn, ob er weiß, was die Camarilla hier getan hat. Was tut die Camarilla hier? Das ist nicht so ganz die richtige Frage, aber... Ja, ja. Ich gebe Ihre Frage 1:1 weiter. Wahrscheinlich wie überall sonst auch die Vampirgesellschaft übernehmen, ausbluten lassen. Und was machst du hier? Kämpfst du gegen die Camarilla? Bin hier gefangen. Wie ihr alle auch. Wusstest du das, bevor du mich hier ausgesetzt hast? Nein. Okay, immerhin bist du doch so doof, wie ich dachte. Ich habe schon tatsächlich fast gedacht, dass das ein genialer Schachzug von dir war, aber ich habe mich zum Glück doch geirrt. Aber glaub ja nicht, dass ich dir das irgendwie verzeihen werde. Du hättest mich genauso gut verkaufen können. Verkaufen an wen? An die Camarilla. Warum sollte ich? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, jede einzelne Stunde, seit der du mir diesen Brief geschrieben hast. Ja. Ich habe gesagt, dass du hier sicher bist. Nein. Ich tritt noch einen Schritt nach vorne und sage, mit wem arbeitest du zusammen? Wer sind deine Mitarbeiter? Wer sind deine Ghule? Wer befiehlt dir? Wer arbeitet dir zu? Mir befiehlt keiner. Spricht das so keiner aus und sie zuckt dann sofort vor dir so ein bisschen zurück. Ich wollte gerade sagen, Junge. Arbeitest du allein? Arbeite mit denen, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Warum versuchst du Shane Jones auf den zum Bürgermeister zu machen? Um der Camarilla die Suppe zu versalzen? Du wirst langweilig, als ich gedacht habe. Jemand noch kreative Fragen? Ich bin so ein bisschen fertig mit dem Typen. Ich gucke ihm, tritt noch einen Schritt weiter vorne, weiter zu ihm und stehe jetzt quasi nur noch so zwei Schritt von ihm weg und starre auf ihn runter und sage, Adam, du wirst deinem Ghoul, Shane Jones, befehlen, von dieser Bürgermeisterkandidatur zurückzutreten. Und dann
dann breche ich dieses Mesmerize und mache quasi die Augen zu und gucke ihn so an. Das Mesmerize ging aber eigentlich nur für einen Befehl, ne? Nur für einen Befehl. Nee. The vampire can issue complex commands to a victim as long as they have the subject's gaze and relative quiet in which to issue instructions. The instructions must be carried out immediately to the vampire's to the victim's best ability and must not contain any conditional actions. Mhm. Okay. Und duration until the command is carried out or the scene ends, whichever comes first. Mhm. Okay. Aber ich meine, auch wenn er das nicht tut, also. Ja. Ja, geht zu dem rüber und sagt, zieh zurück. Der sitzt nur zitternd irgendwie auf der Couch. Ich guck so zu dem Change und so. Kannst du jetzt direkt machen? Adam macht so. Der steht halt auf und wischt sich noch ein bisschen Schweiß von der Stirn. Geht dann in einem großen Bogen von dir abseits irgendwie aus dem Raum, wenn du ihn lässt. Ja, ich lasse ihn. Der darf gerne laufen. Und Sam und Bruce sehen dann halt, wie der Bürgermeisterkandidat aus dem Raum raustritt. Ja, Bruce hat sich so vorher an die Wand gedrückt, so als er angefangen hat, mit Gottes Stimme zu reden. Dann haut er eben so nach. Was hat eigentlich Plava die ganze Zeit gemacht? Ja, du hast ja erstmal auf Isaiah geachtet. Wenn du jetzt zu Panava rüber guckst, siehst du, wie der da mit so ein Schnittchen in der Hand hält. Sie sind übrigens auch, wie ich Isaiah so ein bisschen in die Rippen haue. Das hast du ja diesmal richtig gut hinbekommen. Ich bin fasziniert. Ich würde mich gerne mal um Lillian und die andere Person auf dem Sofa kümmern, weil die müssen sich an diese Geschehnisse hier nicht mehr unbedingt erinnern. Mhm. Ja, Bruce, an dir vorbei geht der Kandidat nach draußen, also steht jetzt vor der Tür. Scheiße, verschlossen! Hier so gehen mit so schnell, sehr, sehr langen Schritten so auf ihn zu und reichen so den Schlüssel. So, jetzt raus hier. Ja, geht nach draußen, du hörst das Geklicke geht wieder los und dann hörst du ihn reden. Hiermit ziehe ich meine Kandidatur zur Bürgermeisterwahl zurück. Dann kommt wahrscheinlich lautes Geraune durch den ganzen. Ja. So, ich nehme an, dass mittlerweile Adams Bezauberung hier aufhört. Mhm. Ich halte den Abstand, wie er momentan ist. Schaue ihn an und möchte nur sagen, nur damit du es weißt, die Camarilla hier verkauft Leute an die Inquisition. Und dann möchte ich gehen. Nachdem Angela an mir vorbeigegangen ist, gucke ich nochmal zu Adam und mach den hier. Und dann drehe ich mich um und gehe auch. Sam hat nicht geklappt, ne? Nee. Aber ich würde einen Willpower ausgeben, um nochmal 3 Würfel neu zu. Tu das. Ein Erfolg. Aber da das Menschen sind, musst du dafür überhaupt würfeln dann? Wenn es Cloud Memory ist, dann nicht. Okay. Also, no roll is required against an unprepared mortal victim. Wie prepared die jetzt sind, keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Okay. Und dann sagst du einfach, letzten 5 Minuten haben die stattgefunden, ne? Genau. Und dann würde ich gerne dem Shane Jones hinterher. Und sobald er seine Rücktrittserklärung losgelassen hat, würde ich dem auch diese Begegnung mit Isaiah gerne ein bisschen löschen. Ja. Mhm. Ja, dann sieht Bruce jetzt, wie Angela irgendwie und Isaiah, also zuerst Isaiah, ne, und dann Angela aus dem Raum auch rauskommen. Und dann mit ein bisschen Abstand dann auch Sam. Ja, ich würde dann klar war quasi so auf dem Rücken liegen, so wir folgen den beiden jetzt, ne? Scheuchen so ein bisschen vor mir.
Ich hatte mir ja etwas mehr Action versprochen. Action? Wirklich? Noch mehr? Höre ich das, oder? Also naja, er flüstert mit Bruce. Okay. Du kannst ja mal einen Wits Awareness machen, ob du das zwischendurch mitkriegst. Oh ja, ich möchte nämlich was dazu sagen. Ah ja, super. Wenn man versucht, im Twitch-Chat zu würfeln. Yay! 3 Erfolge brauchst du, Jungs. Nee. Ist das kritisch? Nee. 2 Zehn brauchst du. Okay. Ja, dann. Er spricht zu leise. Schade. Okay. Was soll. Ding ist halt nur, wie Angela ihren Kopf schüttelt, während sie da rausgeht. Also die ganze Zeit. So. Ich schließe zu Angela auf und tue so die Hand auf die Schulter und sage: Was für ein Affe. Weißt du, es tut mir echt weh. Aber ich muss dir zustimmen. Es kommt selten genug vor. Ich werde das auf Jahrzehnte hinweg im Herzen behalten. Sicher hörst du das? Ich denke, damit ist unsere Arbeit getan. Jetzt habe ich Durst. Mr. Warren, folgen Sie mir mal bitte kurz. Okay. Folge. Ich denke, ihr kennt euch ja schon und geht dann in den Raum rein, zeigt dann so zwischen dir und dem Adam hin und her. Ich kenne ihn eigentlich gar nicht, warum? Sie kennen ihn besser als ich. Was willst du hier, alter Sack? Wer hat hier den Kätzchenhund? Schaut so ein bisschen böse auf dich, Bruce. Der Adam jetzt, oder? Ja. So mal für die Fassung zu wahren, dieser Beleidigung eigentlich, aber ich schaue natürlich sehr, sehr trotzig zurück. Wusste gar nicht, dass du dich mit Gangrel abgibst. Macht so ein schnüffelndes Geräusch. Gut, ich kenne die Vorurteile leider nicht. Ich glaube, du hast dich etwas übernommen in dieser Stadt. Es ist dir nicht einfach, eine kleine Gemeinschaft zu bilden und du hast gerade die Leute verprellt, die es eigentlich prädestiniert wären, für dich zu arbeiten. Bruce zieht innerlich eine Braue hoch. Die Aktion mit dem Ghoul war echt gut. Hat leider nicht geklappt. Und jetzt hast du dein Kind und einen ganzen Klüngel, dem sie sich inzwischen angeschlossen hat. Nicht wahr, Bruce? Er macht nichts. Er zuckt immer so auf die Schulter. Nickt immer so. Und einen vom Clan der Könige. Die alle für die Camarilla arbeiten. Das Spiel ist aus. Dreht sich um und sagt: Mr. Warren, wir gehen. Ja, Bruce schaut Adam noch so fies hinterher, knöpft so die Augen zusammen. Waren so ein bisschen dieses markante Kind an, was er ja hat. Dreht er sich um. Und wenn das noch geht und nicht komplett zerstört ist, die Tür wieder die noch zu. Ja, bevor du rausgehst, ruft er dir noch hinterher. Willst du für immer Kettenhund sein? Klar.
wenn wir so ein paar Meter weg sind, war schon etwas beleidigend. Ist das normal? Verzeihung, Mr. Warden. Manchmal muss man ein paar Vokabeln benutzen, um Leuten klarzumachen, was man sagen möchte. Man muss sich, ein europäischer großer Mann hat vor einigen Jahrhunderten mal gesagt, man muss dem Volk aufs Maul schauen. Ja, Bruce, er kann nicht schlucken, aber er schluckt innerlich so. Kannst schon schlucken, wenn du möchtest. Nö, mach. Sie meint. Er erwartet von mir nichts anderes, als dass ich deinen Clan gering schätze. Warum? Nun, weil dein Clan ein geringerer Clan ist in der Sekte, der Camarilla. Schaut so nach unten. Eben. Nun gut, wenn das der Fall ist. Ich habe das nie verstanden. Wobei ich schon einige deiner Art gesehen habe, die sich wirklich wie Tiere benehmen. Ich habe viele gesehen, die sich wie sie verhalten und doch Tiere waren. Gut. Naja. Wie viel wissen Sie überhaupt ihre Abstammung, Mr. Warren? Anscheinend nicht besonders viel. Es interessiert mich. Oh, das sollte es aber. Haben Sie auch so ein Klacken im Ohr, Mr. Warren? Es ist, als würde irgendjemand auf einer lauten Tastatur hämmern. Es fiebt. Hi. Es fiebt ein wenig. Vielleicht ärgert sich dieser Mr. Adam drüben. Oh, ich bin sicher, er tut es. Allerdings bin ich ein bisschen traurig, dass das Spiel jetzt schon vorbei ist. Und so einfach. Spiel? Sein Spiel, ja. Es hatte Potenzial. Aber ihre Freunde sind einfach zu markant. Halten Sie sich die Waren? Ich versuche es. Das klingt nicht sonderlich überzeugt. Das ist nicht sehr bekannt. Was haben Sie gegen die drei? Ich finde sie sympathisch. Ja, die sind ja wahrscheinlich schon auf und davon. Mhm. Ja, sie haben ihre Vorzüge. Ja. Auch das klang nicht sonderlich überzeugt. Das war es auch nicht. Können wir weiter? Wir drehen uns im Kreis. Ja, wir suchen sie weiter und ich versuche, ja, vielleicht passiert ja doch noch was. Man will es nicht hoffen. Kommt drauf an, was? Nein. Nimmst du noch ein, sie noch ein Schnittchen mit? Für sie, Sir? Ja. Wenn er will. Nimm ich kein Schnittchen. Nimmt er das aus der Hand. Zieht das wie so eine Zigarre unter der Nase lang. Legt das dann wieder auf den Tisch und geht. So ein bisschen Kopf hängen lassend. Er geht ja wahrscheinlich vor, ne? Mhm. Ja, läuft, Sam war ja die letzte, die rausgegangen war, und Sam hinterher. Und Sam, trifft er dann irgendwann den Bürgermeisterkandidaten wieder, macht ihr Ding wahrscheinlich. Und, löscht ihm die letzten 5 Minuten, dann guckt dann so ein bisschen. Sie sollten nach Hause gehen, Sie sehen müde aus. Aha. Ruhen Sie sich aus. Sind Sie mit dem Auto da? Ja.
Vielleicht rufen Sie sich lieber ein Taxi. Sie sehen wirklich nicht gut aus. Mhm. Und dann würde ich ihn wahrscheinlich bis zur Tür nach draußen begleiten. Mhm. Um sicherzugehen, dass er sich vom Acker macht. Wenn er keine Anstalten macht, sich ein Taxi zu rufen, dann würde ich die Karten kontrollieren, darum bitten, ihm ein Taxi zu rufen. Mhm. Ja, kein Problem. Ja, und Angela und Isaiah sind da als erstes raus. Durch den Seiteneingang, wo eben die Wache auch verschwunden ist, oder vorne durch die Menge? Wo ist mehr Aufmerksamkeit drauf? Ja, ist das, also der Menge von, halt, ne? Ja, also nicht vorne durch die Menge. Okay. Ja, steht der dann irgendwann vor der Tür? Wie ist das? Ist hier irgendwie alle Augen auf uns oder eher nicht so? An der Seite gar nicht, ne? Da okay. Ist kaum was. Ich guck so einmal durch den Raum und leg dann Angela zu und sage: Also, es ist jetzt glaub, draußen, ne? Es regnet irgendwie und dann zum Vordach könnte das stehen. Da ist halt an der Seite halt niemand, sind halt alle drin. Ja. Auf der anderen Seite. Ja. Quasi der Hintereingang. Schon ganz raus. Genau, ist quasi der Hintereingang. Ja. Ja, sehr gut. Das ist sogar noch besser. Ich gucke zu Angela und sage: Ich könnte jetzt noch einen trinken gehen. Schäde. Ich auch. Zusammen jagen? Warum nicht? Und dann gehen wir zusammen jagen. Ja. Nach was jagt ihr denn? Was zu trinken. Und ja, Starkes, Blutiges, das hier rumläuft. Jemand, der ein bisschen angesäuselt ist. Ja. Und wie facht ihr das vor allen Dingen? Ich bin tatsächlich nicht so in Stimmung zum Flirten. Ich glaube, ich lasse Isaiah einfach mal machen. Ja, dann kannst du ja da mal deine Hunting-Sachen machen, ja. Was hattest du von Scene Queen. Würde ich hier so jemand, der von dieser Gala weggeht. Manipulation und Persuasion. Würde ich gerne in meinen Bann ziehen. Mhm. Und Manipulation und Persuasion. Das sind rein zufällig mit meinen besten Dinger. Komisch. Ja. Wie das passiert, ne? Mhm. Man könnte fast meinen, ich habe diesen Charakter gebaut. Uff. Ja. Darf ich das neu würfeln oder ist das... Vier Erfolge reicht doch. Ja, aber kritischer Fail? Oder nee, das ist, nee, ist keine Doppelzehn. Ah, okay. Ich dachte, das wäre irgendwie... Nee, Quatsch. Zwei Einsen sind kein kritischer Fehler, ne? Nee. Das war... Sorry, ich bin da... Nee. Alles klar. Nee, gut, dann ist ja alles in Ordnung. Mhm. Mhm. Ja, Ja, findest du auch mit den vier Erfolgen findest du auch genug, also zwei Opfer für Angela mit. Sehr gut. Die du da bezirzen kannst. Ja. Sehr gut. Ja. Irgendwann tritt dann Sam wahrscheinlich auch durch den Hinterausgang raus, genau wie Pnava und Bruce. Yeah. Ja, wenn man Bruce sieht, also ne, ins Gesicht schauen würde, ich habe den so fixiert, ne, ich achte wirklich auf gar nichts. Also, das schaut auch nicht sehr bestützend aus, das schaut wirklich so aus wie, sag noch einmal irgendwas Falsches. Er blickt zu dir. Na, dann, also wenn ich sehe, dass er sich umdreht, würde ich das natürlich fort. So. Wohin nun? Ich weiß nicht. Miss? Ja. Ein erfolgreicher Abend? Ich denke.
Auftrag erledigt, würde ich sagen. Und zwar mit 1 mit Sternchen, würde man in Europa sagen. Schauen wir mal, ob die Auftraggeber wirklich zufrieden sind damit. Ich denke schon. Und nun? Wo das Problem aus der Welt ist? Für heute Abend oder generell gesprochen? Und was sind denn die Pläne? Ich habe noch keine weiteren Pläne gemacht. Spannend. Die Stadt unterwerfen. Dann grüßen Sie Miss Guerrero herzlich von mir. Das werde ich machen. Und, ich wünsche einen schönen Abend. Einen schönen Abend Ihnen. Ich denke, wir werden uns wiedersehen. Kann sein, ja. Ich habe langsam etwas Gefallen an dieser Stadt gefunden. Wissen Sie, ich habe ein Unternehmen gekauft. Zumindest Teile davon. Mhm. Und was für ein Unternehmen? Oh, eine Modekette. Die hier neulich diese Show gemacht hat. Mhm. Aufgrund dieser Show. Ah. Sind Sie sonst auch im Modebusiness tätig? Bis jetzt nicht, nein. Import und Export. Aber warum sollte man Mode nicht auch importieren und exportieren können, nicht wahr? Natürlich. Ja. Ich denke, nachdem keiner von uns aus dieser Stadt rauskommt, werden wir uns zwangsläufig noch über den Weg laufen. Ich denke, in der Firma, in der ich jetzt im Vorstand bin, wird demnächst auch noch ein Posten frei, wenn ich das eben so richtig mitbekommen habe. Also falls Sie Interesse an Schott so hoch und runter an Mode haben. Ich interessiere mich eher für andere Dinge. Mode ist nur ein Mittel zum Zweck. Nichts, was ich wirklich mit Leidenschaft verfolge. Oh, wie traurig. Nur Enttäuschungen heute. Der ist schwer am Rekrutieren, der Kollege. Ja. Einer gewinnt, einer verliert. So ist es doch immer. Kommen Sie, Mr. Warren. Die Dame hat kein Interesse. Falls doch, Sie wissen, ich glaube, Ihr Freund hat eine Karte von mir. Ich werde sie schon finden, wenn ich auf der Suche nach Ihnen bin. Da bin ich mir sicher. Das ist mir gerade erst wieder eingefallen. Fuck. Ja. Ja. Bruce und Pnava ziehen ab. Bruce wahrscheinlich grimmig, brummelnd. Um das mal ganz kurz in dem modernen Street-Slang der Kinder zu sagen. Uff. Erstmal, ja. Ja, und Bruce fährt Pranava zurück zum Hotel. Und was machen die anderen? Nachdem ihr jagen wart und... Also ich habe da drin noch irgendwo meinen Sire und noch einen anderen Begleiter. Die sollte ich noch irgendwie einsammeln. Ja, der ist halt auch mit dir rausgegangen. Das habe ich jetzt vergessen zu beschreiben. Ja, Entschuldigung. Ich wandere wahrscheinlich eine ganze Weile durch die Stadt durch. Ich wandere hinterher, bis ich irgendwann wieder zurück in meine Bude gehe. Spät, früh. Ich muss irgendwann noch Schaden heilen, habe ich festgestellt. Ich laufe hier die ganze Zeit mit 3 von 5 Superficial und einem Aggravated Schaden rum. Und vielleicht sollte ich das mal korrigieren, nicht, dass ich das nächste Mal, wenn mich jemand schief anguckt, aus den Latschen gehauen gehe. Ja, wenn Sam dann irgendwie, anscheinend sind die beiden ja dann unterwegs, irgendwie mit Andrew alleine im Auto sitzt, irgendwie um zurückzufahren.
Der Dicke ist auch nicht mehr aufgetaucht. Der wollte ja draußen irgendwie wach halten, aber naja. Er ist so schwer zu finden. Wir können ja im Auto mal noch kurz demonstrativ auf ihn gewartet haben, aber wenn niemand kommt, dann fahren wir eben irgendwann. Ja. Dann fahrt ihr los und er schaut so, wenn du fährst ja wahrscheinlich. Ja. Schaut er zu dir rüber und meint, du kannst das auch mit dem vergessen? Ja. Warum lasse ich das denn dann John machen? Ich glaube, John kann das besser wie ich. Wenn du möchtest, kann ich es gerne probieren, aber das wird John wahrscheinlich nicht gefallen. Hm. Wir können es gerne probieren. Ich weiß nicht, muss es ihm gefallen? Du kennst ihn besser. Ihr hängt schon lange miteinander rum. Ja, das stimmt. Und John ist eh schon nicht so wirklich gut auf mich zu sprechen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, warum. Du könntest ihn fragen. Vielleicht solltet ihr zweimal ein klärendes Gespräch führen. Ich habe ihn mal gefragt. Er hält dich für eine Bedrohung. Aber ich verstehe nicht, warum. Hast du nicht nachgefragt, warum er das tut? Ich fand seine Gründe nicht schlüssig. Was hat er denn für Gründe angeführt? Er sagte, der tut, er bewegt so seine Augen, als wenn er sich krampfhaft versucht, an etwas zu erinnern. Er sagt, du tust mir nicht gut. Würdest mich in der Vergangenheit halten? Ich wüsste nicht, wie. Bringst die Gruppe in Gefahr. Hast du ihn daran erinnert, dass er schuld daran ist, dass ich jetzt bei euch bin? Nein, das war ich. Nein, das warst nicht wirklich du. Ich habe dich weggeschickt. Ich habe dir gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen und dich verpissen. Das heißt nicht, dass ich das mache. Nun ja, aber ich habe nichts aktiv dafür getan. Wofür? Hier in dieser Gruppe zu sein. Weißt du, wenn ich die Wahl hätte, wenn es jemals eine richtige Wahl gegeben hätte, ich hätte nicht diesen Weg genommen. Nicht so, ja. Überhaupt nicht. Ich wäre gerne ein Mensch geblieben. Ich hätte noch Pläne mit meinem Leben. Ja, das sah ich auch so. Aber dann kamen die Inquisitionsleute dazwischen. Und dieser blöde Unfall. Und dann ging alles schnell und ich habe überstürzt gehandelt. Ihr hättet einfach nur aus Sacramento abhauen müssen. Nein, das geht nicht. Warum nicht? Ja, weil du dort warst. Naja, ich glaube, die Frage, wer jetzt genau an was schuld ist, wird mir so eh nie klären können. Du gibst den beiden die Schuld. Irgendwo schon, ja. Mir nicht. Ich hab dich zum Vampir gemacht. Ja, weil du quasi gezwungen wurdest,
Weil diese ganze Situation dann schon so verfahren war. Ich habe dich gestalkt. Ich wollte aus Sacramento nicht raus. Davon habe ich aber nicht wirklich etwas mitbekommen. Deswegen sage ich es dir ja. Und das ändert deine Meinung nicht? Ich muss darüber nachdenken. Es ist... Es ist einfach alles... Ach. Das macht es nicht besser, dass wir jetzt hier in dieser Stadt festsitzen. In diesem Kaff. Der sicherste Ort, den es gibt. Eigentlich. Dieses Gespräch haben wir schon geführt, falls du dich erinnern kannst. Okay, vergiss es. Da fällt mir ein, ich würde mal rechts ranfahren. Mhm. Kannst du dich erinnern, was mit diesem Auto im Kofferraum ist? Nein. Wir hatten etwas in diesem Auto versteckt. Eine Waffe? Nein, du hattest dir Notizen gemacht. Kannst du dich daran noch erinnern? Nein. Okay, dann wissen wir schon mal, dass du dich nicht an die Notizen erinnern kannst. Gut. Warte mal kurz. Dann will ich aussteigen und würde gerne das Notizbuch unter dem Reserverad rausholen. Mhm. Ja, da ist kein Notizbuch. Dann fange ich wüst an zu schimpfen. Und wird mir das Schloss angucken, ob man daran irgendwelche Spuren sieht, ob es aufgebrochen wurde oder... Nein. Fuck, 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 fuck. Oh, du kannst ja mal... Nee, es macht keinen Sinn, was zu würfeln. Keine Spuren. Ich würde schimpfend wieder ums Auto rumkommen. Was ist los? Wir hatten gemeinsam dein Notizbuch unter dem Reserverad versteckt. Es ist weg. Vor wem versteckt? Du warst dir nicht sicher, ob du John trauen kannst. Warum? Und deshalb war die... Weil du nicht weißt, ob er wirklich nur das löscht, was er löschen soll. Warum sollte er was anderes löschen? Du hast angefangen, ihm zu misstrauen. Habe ich das? Hast du. Und du hast angefangen, die Eselsbrücken zu bauen, um dich an Sachen zu erinnern. Und du wolltest vor allem sicher sein, dass da in den Notizen niemand manipulieren kann. Niemand. Und dass du dir sicher sein kannst, dass du die selber gemacht hast. Und deshalb haben wir sie hier im Auto versteckt und jetzt sind sie weg. Und wer hat sie? Ich weiß es nicht. Aber es sieht nicht so aus, als wäre das Schloss aufgebrochen worden. Dann müssen wir sie finden. Vielleicht diese Amanda. Oder jemand von uns. Angela oder Isaiah? Nein, das glaube ich nicht. Angela scheint ganz nett zu sein. Isaiah, er ist nämlich aufgeblasen, aber ich wüsste jetzt nicht, was, oder ich glaube jetzt nicht, dass er sich persönlich so sehr für dich im Speziellen interessiert. Ich glaube, der versucht dir sein eigenes Ding durchzuziehen. Sehe ich auch so. Vielleicht hat John mitbekommen, dass du dir Notizen machst und hat uns beobachtet, wie wir das Buch versteckt haben.
Ich frage ihn. Hättest du das für eine gute Idee? Was hast du für eine Idee? Wir beobachten ihn. Wir achten genau darauf, was er tut, wie er sich verhält in nächster Zeit. Es fällt mir schwer, ihm zu misstrauen. Ich habe ihm noch nie wirklich getraut. Ich kann ehrlich zu dir sein. Verständlich. Aber ich kenne ihn länger als du. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wie das mit den Notizen machen, wenn du dir wieder welche machen möchtest. Wir müssen mal zu einem Schreibwarengeschäft. Bitte? Gibt bestimmt irgendwo eins in dieser Stadt. Wie hast du sie genannt? Gott verlassen? Mhm. Wir brauchen einfach Filzstifte, die sehr gut haften. Schreib die Notizen auf meinen Rücken. Da kommt außer dir so schnell niemand dran. Ja. Oder Klebeband. Wo willst du das Klebeband befestigen? Auf dem Rücken. Da kannst du es auch direkt drauf schreiben. Ja, aber dann kann das verwischen. Ja, was soll das denn verwischen? Duschen muss ich nicht mehr. Den grinst. Wenn der Stift getrocknet ist, wird da schon nichts passieren. Also echt, Andrew, nur mit trockenem Stift, ja? Gut, ja, die Fahrt im Auto auf der Suche nach einem Schreibwarenladen. Ja. Angela und Isaiah laufen ziellos durch die Straßen der Stadt ohne Namen. Angela vor, Isaiah wie so ein kleiner Hund hinterher. Quatsch, nebeneinander. Vielleicht ein bisschen angenervt, weil du keine Idee davon hast, wo sie überhaupt hin will. Ja. Aber das weiß ich auch selber nicht. Ja, das war mir ja bewusst, hast du ja gesagt. Ja. Warum folgst du mir? Naja. Ich dachte, wir feiern unseren Sieg ein bisschen und. Das fühlt sich nicht wie ein Sieg an. Wir haben uns mindestens das Bleiberecht in dieser Stadt verdient und uns zumindest schon mal etabliert. Haben wir das? Im Endeffekt haben wir immer noch nur eine der Aufgaben gelöst. Na, das muss reichen fürs Erste. Und vor allen Dingen die andere Aufgabe hat keinen Zeitdruck. Und seien wir ehrlich. Anna wollen wir nicht ausliefern, oder? Angela hält sich so ein bisschen den Finger vor den Mund. Ich hätte das vorhin schon nicht sagen sollen. Zu Adam. Dieser komische Rumäne war da. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, was Bruce Hall in dieser ganzen Sache ist. Er arbeitet anscheinend jetzt mit den Rumänen. Aber mit uns will er irgendwie auch nicht richtig rumhängen. Aber er ist unser bester Hebel, um zu Anna zu kommen. Wollen wir überhaupt so viel mit Anna zu tun haben? Ja, ich denke, das Beste, was wir jetzt machen können, ist uns hier eine Basis zu errichten. Und wir müssen zusehen, dass wir mehr Informationen darüber bekommen, was hier passiert ist mit der Inquisition, mit dem Verkauf von Anna an die Inquisition und
Ich muss zugeben, ich bin ein wenig besorgt darüber, was Adam tun wird, wenn dass er nichts mit der Kamarilla anfangen kann und so. Das war mir schon immer bewusst. Dementsprechend wundert es mich auch nicht, dass der da den einfach nur reingrätschen wollte. Ja. Er wirkte wie ein Einzelkämpfer auf mich. Ja. Aber vielleicht ein nützlicher Einzelkämpfer. Ja, wenn ich herausstellen sollte, dass Veronica... Er ist zu unberechenbar. Hm. Und offensichtlich wusste nicht mal ich von dem Ganzen. Und wenn es jemanden gegeben hätte, der ihn lesen konnte, dann wäre ich es gewesen. Immerhin habe ich die letzten paar Monate mit ihm zusammen verbracht und alles und die ganzen, ja, Sire, bla, Verbindungsstränge, ja, und was weiß ich was alles. Und er war erschreckt, als er dich gesehen hat. Er hat nicht mit dir gerechnet. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Dora mich eigentlich hält. Vor allem nachdem er mir so seine ganzen Tricks und so, also nicht seine ganzen Tricks, aber einige seiner Tricks beigebracht hat. Hm. Als ob ich dann einfach, keine Ahnung, mich in dieser Abstellkammer im Obdachlosenheim hinsetze und nichts tue. Was hat er überhaupt erwartet? Ich verstehe es einfach nicht. Anweisung auf dem Zettel, ja. Ja. Ich bin so enttäuscht, dass er wenigstens irgendwie einen Grund. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich erwartet habe. Ich weiß es einfach nicht. Wenn er wenigstens ein diabolischer Bösewicht gewesen wäre, aber er war einfach nur ein dummes Arschloch. Mm. Wenn er ein diabolischer Bösewicht gewesen wäre, dann hätte es wenigstens einen Sinn gemacht. So war es einfach. Und ich hätte einen Grund gehabt, um ihm einfach einen in die Fresse zu hauen. Weißt du, für einen Moment habe ich gedacht, dass du ihn im nächsten Moment in die Luft zerreißt. Das habe ich auch kurz überlegt. Aber dann habe ich mir gedacht, der ist es einfach nicht wert. Weiß nicht, kennst du das? Ja. So dieses... Ja. Vielleicht irgendwann. Vielleicht überlege ich es mir irgendwann mal anders. Man sagt doch immer, Revenge is a dish best served cold. Übrigens, was ist mit Lillian? Noch gute Freunde? Weiß es nicht. Ich werde mit ihr darüber reden müssen irgendwann einmal. Mhm. Aber sie schien ja überrascht zu sein, dass ich noch hier bin. Mhm. Das heißt, vielleicht hat er sie wirklich reingelegt. Wenn es eine Sache gibt, die er gut kann, ist es Leute reinlegen. Mhm. Und ausnutzen. Was für ein Typ. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum der dich halt einfach sitzen lassen. Verrückt. Wie viel Uhr ist es so? Wahrscheinlich schon Morgenstunden, ne? Ja. Kannst übrigens noch sehen, wie ich dich mit einer sehr skeptischen, angezogenen Augenbraue angucke, während du das so sagst, dass du das nicht verstehen kannst. Ich registriere das überhaupt nicht. Ich gucke irgendwo so hier fern. Hm. Okay. Nun ja, wollen wir noch einen trinken gehen, oder? Hm. Ja, ich glaube, ich bin satt für heute. Hm. Ja, ich auch. Ihr seid in einem etwas, ja, in einer Vorstadtviertel angekommen. Keine ultra gute Gegend. Hm. Ja. Ist mir egal. Ich kann mich verteidigen, wenn es sein muss, ne? Was? Wenn nur heute irgendjemand querkommt, ne? Tja. Ich denke, das nächste sollte sein, dass wir uns irgendeine gemeinsame Basis suchen. Unsere kleine Gruppe. Ich glaube, es kann nicht lang gut gehen, dass wir in Motels und Obdachlosenheimen rumsitzen. Vor allen Dingen, da wir ja wissen, dass wir sowieso nie wieder wegkommen. Stimmt schon. Weil dafür brauchen wir erstmal Geld. Und ich habe zwar noch einiges um an
Erspartem, aber für ewig wird das auch nicht reichen. Hm. Ich denke, ein bisschen Geld kann man sicherlich irgendwo besorgen. Ich muss mich bald ein bisschen schlau machen. Hm. Hau John und dem Dicken immer noch nicht über den Weg, aber mit Sam und Andrew könnte ich mich anfreunden. Auch ich Andrew... weiß nicht so ganz hundertprozentig, was ich von Andrew denken soll. Der ist halt doch manchmal ein wenig sehr weg und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht irgendwann einmal gefährlich sein kann, wenn er sich selbst vergisst. Hm. Aber gefährlich, wenn er sich an alles erinnern kann. Das vielleicht auch, aber das können wir überhaupt nicht einschätzen, sondern wir wissen ja nicht, was da... John Titan ist ja eigentlich ein okay, ganz fair Kerl zu sein. Immerhin hat er nicht versucht, mich zu manipulieren, das erste Mal, als er mich gesehen hat. Hey, das war ein Missverständnis, okay? Mhm. Ich kann den Typ nicht leiden. Ich weiß. Das ist auch ein riesiges Arschloch. Da könnt ihr euch echt gut zusammentun. Die beiden, nee, gar nicht. Die können sich nicht riechen. Die wird mir immer sympathischer. Naja. Und dann. Ich würde dann so sagen, so, hey, aber wird langsam. Heute Abend fange ich keine großen Sachen mehr an. Ich werde ins Büro gehen und wahrscheinlich noch ein bisschen Bericht schreiben. Ja, dann werde ich auch zurück ins Motel gehen. Und dann da drehe ich so zu Angel und so. Nicke so zu und dann gehe ich. Ja. In zwei verschiedene Richtungen. Tja. Ja, Bruce liefert Purnava am Hotel ab. Ist ja, glaube ich, auch dein letzter Arbeitstag, ne? Das wollte ich gerade fragen. Ich meine, das ist nämlich auch wirklich der letzte Arbeitstag gewesen. Mhm. Nun, Mr. Warden, letzte Amtsübergabe, geben Sie den Schlüssel zurück und ich denke, die Uniform können Sie behalten, die steht Ihnen gut. Er schaut 20 runter. Ja, danke, Sir. Das genau, Haus ist in Ihrem Sinne? Absolut. Vielen Dank nochmal, Sir. Sie haben es sich redlich verdient. Und wenn ich fragen darf, kam halt so ein Jackentasche und ein Schlüssel dabei raus. Was sind Ihre Pläne? Nichts allzu genaues, wenn Sie nicht möchten. Ich habe ein bisschen Gefallen an dieser Stadt gefunden. Es ist in letzter Zeit sehr interessant hier. Da kann ich Ihnen nicht versprechen. Das ist wohl wahr. Nun, ich habe dieses Geschäft hier gekauft. Zumindest habe ich dann was zu tun, nicht wahr? Auf jeden Fall. Da ich eben so wirklich mit so einer kompletten Armlänge halt ab an so diesen Schlüssel hier. Ja, hältst du die Hand auf? Ja. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Mr. Warren. Genießen Sie Ihr Unleben in der Vorstadt. Ich versuche es. Danke. Nick so einmal ganz gut. Verbeugt mich so ganz, ganz leicht. Falls Sie irgendwann mal etwas benötigen, Sie wissen, wo Sie mich finden können. Ich habe Ihre. Selten so ein so gutes Personal gehabt. Ich werde Sie weiterempfehlen, wenn Sie da Interesse daran haben. Mal schauen, was die Zukunft für mich bringt. Nur das Beste, hoffe ich. Vielen Dank. Den Segen der Nacht. Ja, Wiedersehen. Nicht gesund. Dir dann von dann.
Ja, er bleibt noch eine ganze Weile und schaut zu, wie du dann verschwindest. Und schaut dir hinterher. Ja, das wird wahrscheinlich, weil er hat ja Anna relativ abrupt alleine gelassen. Alleine lassen. Das heißt, so die ersten paar Minuten wird er halt zu Fuß in Richtung der Wohnung gehen. Dann sich so überlegen, also will ich auf der Stelle Halt machen. Und dann würde er erstmal so ein paar Momente so mitten stehen bleiben. In die Richtung, wo er eigentlich jetzt hingehen müsste. Und ja, würde dann sich wahrscheinlich aus der Stadt machen. Fuß. In seine geliebten kleinen Steppen. Der Kind. Und wenn er dann angekommen ist, würde er dann halt diesen Sakko hinnehmen und dann zerrupfen. Also, ne, es dauert so ein bisschen, bis er aus der Stadt ist. Er kennt sich ja wirklich sehr, sehr gut in der ganzen Gegend aus. Sucht sich eine unfassbar abgelegene Stelle. Eigentlich auch mitten in der Wüste. Mitten in der Wüste, was auch wirklich ein absolut schäbiges Plätzchen wahrscheinlich ist, wo er nicht viel ist. Ja. Und dann, würde sich einmal ganz kurz umschauen. Na! Tritt irgendwie so ein Kaktus weg. Der arme Kaktus. Ja, eine grüne Kaktus. Ja. So richtig in Rage zittert er irgendwelche Sachen und reißt dieses Jackett auseinander, dass er nur noch im Hemd steht. Und tritt das so in den Staub, in den Sand. Und er zieht dann weiter in die Wüste. Ja, läufst vorne weg. Einfach so ziellos in die Wüste rein. Ja. Läufst geradeaus. Immer und kannst schon die Lichter hinter dir von der Stadt nur noch glimmen sehen. Und wenn dann... Halt, und wenn dann halt wirklich mehrere... Also, guck mal ran, wie weit er gehen kann. Wenn diese Lichter nur ganz kurz zu sehen sind, würde er sich dann halt irgendwann wirklich einfach nur in diesen Staub setzen, in den Sand. Ja. Und so die Hände über den Kopf schlagen und dann harren. Das letzte Wort habe ich nicht verstanden. So, er würde halt einfach nur da verharren und nichts tun. So die Hand über den Kopf zusammenschlagen, starrt auf den Boden. Vielleicht schiebt er noch so ein bisschen Sand mit seinen Schuhen hin und her, die jetzt auch total dreckig werden. Ja, was hast du denn außer der Uniform überhaupt an? Gehabt? Hast du da noch was? Oder hast du was mitgehabt, ne? Eigene Klamotten. So eine Tüte halt. Mit seinem Sweater oder sowas. Wird wahrscheinlich jetzt erstmal schon vorher irgendwie halt in Rage einfach so vorne geschmissen worden sein. Hat er jetzt halt nur noch wahrscheinlich auch schon so ein leicht eingerissenes Hemd oder sowas. Die Hose ist komplett voller Sand und halt dreckig, genauso wie die Schuhe. Das Wetter und blabberige alte Jeans, die würde dann irgendwo über so einem anderen Kaktus hängen. Ja, sitzt im Schneidersitz, Hand geschlagen über den Kopf, irgendwo in der Wüste, im Nichts. Und wippst vor dich hin? Nee. Er würde ja ganz ruhig da sitzen, einfach nur auf den Boden schauen, über das nachdenken, was er halt gerade einfach erlebt hat. Und wenn er merkt, dass halt es auch nicht mehr allzu lange ist, bis die Sonne aufgeht, würde er halt wirklich, also wenn jetzt keiner beobachtet, einfach abrupt aufstehen. Dann würde ich dieses Hemd halt nehmen, das auch nochmal komplett ausziehen, irgendwie ganz, ganz provisorisch, so ein Loch buddeln, das da reinschmeißen drüber, zieht sich so ganz provisorisch nur seinen Sweater an und dann und nimmt seine anderen Sachen mit und geht dann nach Hause. Ja, mach mal einen Wits- und Okkultwurf. Cool. Ah, auch für
Gut, dann läuft. Oh, wie viel Hunger hast du? Das wäre sonst ein. Ein, okay, das war kein Beastry Equip. Gut. Ja. Wo es da irgendwie ein bisschen passen würde gerade. Aber gut. es wird natürlich ganz gut gewesen. Dann läufst du tatsächlich, stehst auf, gehst einfach nur wieder zurück Richtung Stadt. Ja. Ja. Da du ja jetzt woanders in der Stadt wohnst, kommst du kurz vor Sonnenaufgang an. Hast vielleicht sogar ein bisschen Panik im ersten Moment, weil du schon merkst, innerlich merkst, dass das Tier in dir rebelliert, weil gleich die Sonne aufgeht. Und quasi ja mit den ersten Sonnenstrahlen, die aufgehen, kannst du das Haus betreten. Schnell noch mit dem Schlüssel. Schlüsselloch. Ja, kratz wieder im Schlüsselloch und so. Machst dann, der erste Gedanke ist, haben wir überhaupt schon alles lichtdicht hier drin? Oder, ne? Und dann schlägst du die Tür hinter dir zu und siehst halt, dass wirklich alles lichtdicht ist hier drin, ist dunkel. Erstmal so ein erleichtertes Gefühl. Ich wusste, er kann sich auf sie verlassen. Ja, und ja, würde siehst halt von drin, dass das wohl so, der Amerikaner würde Blastschutz-Jalousien dazu sagen. Der Deutsche würde Jalousien dazu sagen. Mhm. Also Rollläden. Ich würde mich mal generell erstmal umschauen, ganz grob, aber geht es halt nicht. Leer, die Umzugskartons stehen da noch rum. Ja. Ansonsten habt ihr halt die kleine Butze da, die kannst du ja selber beschreiben, wie sie aussieht. Also sie ist, außer dass sie leer ist und ihr habt ja noch keine Möbel. Naja. Also in dem Moment würde es halt bloß nicht interessieren, aber es ist halt auch eine sehr, sehr kleine, schlichte Wohnung, aber die halt durchaus nur für so ein Pärchen halt sehr gut geeignet ist. Ja, es war ja so ein Viertel von so einem Wohnblock. Genau. Ja. Also ist halt sehr, sehr klein, sehr, sehr gemütlich, wenn dann irgendwann mal eventuell vielleicht Möbel da stehen würden. Aber es ist halt auch nichts Großartiges. Ich meine, das Highlight war ja für Bruce schon eine Garage. Für kein Auto, aber... Ja, aber die hast du jetzt gekauft, das Ding hier. Das gehört dir. Deswegen. Wahrscheinlich dann doch am Ende dieser Bruce eher unschönen Nacht halt so ein schönes Gefühl, so das ist jetzt seins. Und, würde das aber in dem Moment, weil das ja auch kurz davor ist, die Sonne aufzugehen und das halt für Bruce dann auch so langsam wirklich sehr kritisch wird, würde er halt einfach nur schauen, wo und ob einer da ist. Ja, da liegt jemand in einem, so einer Art lichtdichtem Schlafsack, in dem, was wahrscheinlich mal Schlafzimmer wird. Mhm. Kann ich denn Enners Umrisse erkennen? Ja, da liegt halt, müsstest du halt den Schlafsack aufmachen, um genauer zu wissen, aber es. Weil durch so einen Schlafsack kann man halt nicht groß erkennen. Ja. Also es würde grob passen, aber könnte jetzt auch eine andere Frau sein oder eine Leiche oder keine Ahnung was. Weiß nicht, wann was Bruce denkt in dem Augenblick. Ich guck mal, ob Bruce das jetzt nachguckt. Das ist so ein Gesichtswürfel-Ding. Ja. Ich würde einmal so ganz kurz so, da wo ich den Kopf erahne, einmal so ganz kurz so aufmachen. Ja. Ziehst den Reißverschluss rein. Und erkennst einer, wie sie schläft. Will ich noch so ein bisschen erleichtert, weil das hätte zu diesem Abend noch gepasst. Jetzt, keine Ahnung, Männer oder so drin liegt, was weiß ich. Keine Ahnung. Buh! Ja. Würde sich dann halt einfach irgendwo da hinlegen. Ihm total egal. Wahrscheinlich dann einfach neben sie. Also ja, es liegt noch so ein zweiter Schlafsack da rum. Also wenn du den nehmen willst, dann kannst du den dann nehmen. Ja, ja. Tu es immer gleich. Liegt ihr nebeneinander. Isaiah kommt an in seinem Büro, wo die Tür immer noch notdürftig nur geflickt ist. Ach scheiße, die Tür ist ja immer noch im Sack. Mhm. Hab vergessen. Es ist ja auch noch nichts daran getan. Gibt's irgendwie einen Notdienst, ey? Natürlich auch nichts
Ist die Tür so kaputt, dass man die reparieren könnte? So hat Dr. Angela aus den Angeln gerissen. Scheiße. Ja. Ihr habt die nur so grob wieder da dran geklatscht. Ja. Das Problem hattest du letztes Mal doch schon, wenn ich dich daran erinnern kann. Ich hab bestimmt noch Bretter und Nägel da vom Fenster vernageln. Mhm. Ich würde die Tür so gut wie möglich wieder reinstellen und dann einfach drei Bretter so da durch die Tür und durch den Rahmen kloppen quasi, sodass ich mich fast schon einsperre. Vielleicht mal so, dass ich die morgen halt rausziehen muss. Ja. Dann, aber zumindest so. Wird keiner ohne Probleme die Tür aufmachen können tagsüber. Man müsste Lärm machen, um hier reinzukommen. Ja. Nicht, dass ich das mitbekommen würde, aber hey. Ja, der Vorraum wird wahrscheinlich nicht lichtdicht sein dadurch, aber du hast ja noch deinen Nebenraum. Ja. Genau, ich ziehe mich zurück. Und wenn du die Zwischentür noch ein bisschen verpräparierst, dann Könnte das gehen, ja. Ja. Mach mal ein Intelligence und das passt sogar Science, würde ich sagen, passt ganz gut dazu. Nicht eher Craft? Nee, ich will auf was anderes hinaus. Intelligence und Science. Tach, den Skill habe ich sogar. Easy. Oh, ein Erfolg. Ja. Vielleicht kommt Isaiah dann sogar auf die Idee, dich jetzt vielleicht auch dann in die Ecken reinzulegen, wo dann halt man so die Winkel ausmisst in der Wohnung, wo dann halt kein Sonnenstrahl irgendwie durchkommen könnte. Ja. Für den Fall der Fälle. Ja, für den irgendwo Fall. Irgendwo in der Ecke zusammenkauern. Genau, das wird er auch tun. Ja. Und so verbringt Isaiah in einem wahrscheinlich einen sehr unruhigen Tag, weil das ist ja nicht gerade ideal. Nein. Und ein bisschen Angst spielt da wahrscheinlich bei deinem Tier innerlich auf jeden Fall mit. Merkst, wie das rumort, aber dann auch danach schreit, die Sonne nicht ertragen zu müssen und zu schlafen. Ich müsste noch heilen. Da muss ich mal gerade ganz kurz gucken. Ich habe hier irgendwo das. Da ist das. So, warte. Jetzt habe ich das nämlich schon wieder alles irgendwo. Hier. Blood Potency. Damage Mended per Rouse Check. Wir haben Blood Potency 1. Kannst du einmal einen Test machen, um das wegzuheilen? Wie kann man Aggravated Damage heilen? Ja. Davon habe ich nämlich noch einen über. Das schauen wir am besten nach der Session. Können wir mal. Weil jetzt wird nicht mehr viel passieren. Dann schauen wir das gleich nochmal richtig nach. Okay, dann machen wir das mit dem Heilen einfach später. Genau, zwischen den Sessions wird das wahrscheinlich ganz gut sein. So, aber Dr. Angela kommt ja nochmal nach Hause. Das machen wir noch kurz. Und Sam kommt auch noch an mit Andrew zusammen. Und wer möchte von euch zuerst ankommen? Ich lasse euch das mal frei. Ich denke, Sam wird wahrscheinlich eher ankommen. Und ihr seid ja im Schreibwarenladen noch gewesen. Es könnte gleichzeitig sein. Angela, komm zuerst. Ja. Okay, dann komme ich zuerst an. Ja. John ist ja da geblieben, ne? Ja. Ja gut, dann. Ich habe ja eh keinen Schlüssel dafür. Dementsprechend müsste ich eher anklopfen und hoffen, dass er mir aufmacht. Mhm. Das würde ich dann auch tun. Ja, mach dir auf. Immer noch mit dem Verband hält sich so die Seite immer noch. Mm. Und? Wo sind die anderen? Na, das weiß ich nicht. Wieder weiß es nicht. Wir haben uns getrennt. Was passiert? Komm rein. Wir haben meinen Sire getroffen. Aber eigentlich ist er einfach nur ein dummes Arschloch gewesen. Und dann getrennt? Was? Wie geht's Andrew? Und dem Dicken? Alles in Ordnung. Wir haben das Ganze geklärt.
der Kandidat hat abgedankt. Alles ohne großartig für Heckmeck. Er war, beziehungsweise er ist immer noch ein Ghoul von meinem Sire. Wir haben es hinbekommen, dass er eben gesagt hat, dass er zurücktreten soll. Also ist das zumindest schon mal geklärt. Warum habt ihr euch getrennt? Weil ich Zeit gebraucht habe, um nachzudenken. Über was? Über deine Sire? Über meinen Sire. Der mich einfach hat. Was hat er gesagt? Sitzen lassen. Ja, hat halt nicht funktioniert, deswegen dachte er, hier ist es sicher, also kann er mich einfach so wegwerfen und sein eigenes Ding machen. Der wusste auch selber nicht, dass er hier rauskommt. Und dann wollte er einfach nur Chaos stiften, so wie immer. Und hat offensichtlich nicht damit gerechnet, dass ich ihm irgendwie auf die Schliche komme oder sowas in der Art. Hat dich wahrscheinlich gewaltig unterschätzt, ne? Und ich ihn wahrscheinlich in irgendeiner Form überschätzt. Ich hab nicht erwartet, dass das einfach so, ja. Ich hätte nichts dabei. Ich mach einfach mal weiter und hoffe, dass. Was eine Chaos stiften. Ja, soll so sein, seine Lieblingsbeschäftigung. Kamarilla in die reingrätschen. Für ein bisschen Unruhe sorgen. Leute aufstacheln. Das macht er gerne. Hat er schon immer gerne gemacht. Allein gegen die Kamarilla? Das ist gefährlich. Ich glaube, nichts ist ungefährlich hier als unser Eins. Und aber es recht, sich gegen die Sekte zu stellen. Ohne einen Plan. Wir wissen nicht, ob er einen Plan hat. Er meinte, wir wären jemand, der mit ihm zusammenarbeitet. Beziehungsweise nur die, die, ich zitiere, mit ihm arbeiten wollen. Das kann uns vielleicht noch nützlich sein. Wenn wir den Auftrag abgeben bei dieser Frau. Vielleicht mag sie es gern, wenn wir deinen Sire ihr ausliefern und sagen, hey, da ist jemand, der wollte Unruhe stiften. Nein, das mache ich nicht. Dann bin ich nicht besser als er. Ich werde mich nicht auf diese Stufe niederlassen. Aber wird er aufhören? Na, immerhin hat Asaya ihm ziemlich Angst gemacht. Vielleicht. Wie Angst gemacht? Er hat so diese komischen Mind-Tricks, die er da so drauf habt, an ihm gemacht. Und es hat dieses Mal ziemlich gut funktioniert. Ich habe Adam noch nie so eingeschüchtert gesehen. Das wirkt nur eine begrenzte Zeit. Ja, aber immerhin weiß er, dass er sich mit uns nicht anlegen sollte, vielleicht. Ich denke, also wenn er das bei mir gemacht hätte, ich wäre, sagen wir mal, stinkig. Ja, ich auch. Das hatten wir auch schon mal. Leider wird wahrscheinlich auch ziemlich sauer sein, aber... Ein Feind in dieser Stadt bringt uns alle in Gefahr. Wir müssen uns etwas überlegen, wie wir mit ihm umgehen. Wenn wir ihn nicht ausliefern... Das heißt nicht, dass wir ihn verkaufen müssen. Wenn wir ihn nicht ausliefern, müssen wir uns irgendetwas ausdenken. Ja, dann denken wir uns auf, wir sind doch alles... intelligente Leute hier, oder nicht? Du hast gesagt, Isaiah war das. Ich glaube, es ist eine Sache, über die wir am besten in der gesamten Gruppe reden, oder nicht?
klingt nicht gut. Klingt nach einer sehr unüberlegten Aktion, die ihr da abgezogen habt. Entschuldigung. Ja, was hätten wir sonst tun sollen? Du willst deinem Sire verständlicherweise nichts Böses. Obwohl er dich irgendwie ziemlich scheiße behandelt hat. Aber was machen wir, wenn er uns in die Suppe spuckt, anstatt der Camarilla? Spucken wir zurück? Ja, es ist ja nicht so einfach. Aber gut, da sprechen wir in der ganzen Gruppe drüber. Komm erstmal ganz rein am besten. Ja, danke. Was meinst du, wann die anderen kommen? Warum habt ihr euch überhaupt getrennt? Weil du reden, überlegen musstest? Asai und ich, wir sind noch jagen gegangen. Dann haben wir die anderen einfach verloren. Dann müssten sie jetzt hoffentlich irgendwann auch kommen. Werden sie, mit Sicherheit. Ja. Und dann kann der Sam auch langsam eintrudeln. Das machen wir auch. Betretet, na, ihr habt ja einen Schlüssel für das Apartment. Mhm. Seht dann irgendwie John mit Angela mitten im Raum stehen, sich unterhalten. Schauen dann zur Tür, als ihr eintretet. Ah, da sind sie ja. Wo ist der Dicke? Ich weiß nicht. Er war nirgendwo zu sehen, als wir losgefahren sind. Wir haben noch ein bisschen am Auto gewartet, aber er kam nicht. Vielleicht ist er schon hier. Wir haben es nicht mehr lange bis Sonnenaufgang. Ich bin mir sicher, dass er auf sich selbst aufpassen kann. Ich glaube, wenn einer von uns nicht in Gefahr ist, dann ist es der Dicke. John klopft auf Holz. Außer er wisst etwas, was ich nicht weiß. Hey, ich bin neu hier. Eigentlich passt er immer auf uns auf. Fühle mich nicht gut, wenn er nicht vor Sonnenaufgang nicht herkommt. Er wird schon noch kommen. Gut. Wir verziehen uns in drüber. Angela hat erzählt, was passiert ist. Dämliche Aktion, wenn er mich fragt. Wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass es großartig viele Alternativen gegeben hätte. Ich würde gerne mal hören, was Andrew dazu zu sagen hat. Was machen wir mit dem Bruha? Wir müssen uns was überlegen, aber ich glaube, das hat Zeit bis morgen. Sicher, heute nicht mehr. Ich habe mit Angela schon gesprochen. Ich war dafür, also mein erster Gedanke war, ihn zu verpetzen. Genau zu erzählen, was passiert ist mit dem Gegenkandidaten, warum es so schwer war und so weiter. Wir müssen ja ihn noch nicht mal mit dem Namen sagen. Wir müssen einfach nur fallen lassen, dass der Gegenkandidat auch von einem Vampir gesteuert war und wir das aber gehandelt haben. Dann wird wahrscheinlich die Camarilla die Maschinerie den Rest erledigen. Aber Angela war dagegen. Ich finde das auch nicht so nett, nachdem wir wissen, mit welchen Mitteln Marilla hier arbeitet. Was ist die Alternative? Irgendwas werden sie fragen, wie es passiert ist. Lass uns doch einfach mal bis morgen darüber schlafen. Gut. Meint ihr nicht sowieso, dass nach dem, was passiert ist, genug andere auch wissen, was los war? Was meinst du damit? Ich bin mir sicher, dass auch andere gesehen haben, dass da noch ein neuer Vampir mit dabei war, der zusammen mit dem Bürgermeisterkandidaten umhergelaufen ist. Wer war denn noch da?
Zumindest diese komischen beiden, dieser eine mit den großen Titten und ihr Macker. Entschuldigung. Und dieser Rumäne, der kennt doch auch die, wie ist sie nochmal? Veronica? Veronica. Veronica. Ja. Wir sollen ihr Grüße von ihm bestellen. Also weiß der Rumäne Bescheid über diesen Bruja? Über Angela Sun? Ja. Ja, weiß er. Ja. Er war dabei. Und dieser Gangrel Bruce? Deswegen war er dabei. Bescheid. Und die mit dem dicken Titten, mit ihrem Nacker? Die waren bei der Veranstaltung, aber die haben das nicht unmittelbar mitbekommen. Das lief im Backstage-Bereich. Ja. Wobei die auch High Society hier genug aussahen, um theoretisch irgendwo im Backstage-Bereich gewesen zu sein. Das wird immer komplizierter, verdammt. Wenn die da irgendwas mitgekriegt haben oder der Rumäne uns verpfeift und sagt irgendwie, was wir da mit zu tun haben und wir erzählen davon nichts. Das kann auch noch echt nach hinten losgehen, wenn wir uns hier... Jetzt lass uns doch erstmal den morgigen Abend abwarten. Dann haben wir auch die Wahlergebnisse. Morgen ist die Wahl, ja. Es ist spät, wir sind alle müde. Es war eine lange Nacht, sehr aufregend. Ich würde sagen, wir setzen uns dann morgen in aller Ruhe zusammen. Ja, wir werden sowieso noch das Problem haben, wenn wir Anna nicht ausliefern. Was wir ja auch nicht vorhaben. Wir müssen immer noch bedenken, dass die halt nicht unsere Freunde sind. Ja. Niemand ist unser Freund, außer wir. Ja. Dieser Bruce nicht, dieser Isaiah nicht, dieser Amanda nicht. Nur wir. Stell mir gerade vor, was gewesen wäre, wenn Adam mich nicht hätte sitzen gelassen. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich gegen uns gestanden. Ja. Oder vielleicht hätten wir alle gemeinsam gearbeitet. Du meinst, ich soll gegen die Camarilla gearbeitet haben? Und Andrew? Wenn wir Anna nicht ausliefern, dann arbeitest du auch gegen die Camarilla. Naja. Wir haben ja festgestellt, dass es keinen Prinzen gibt und dass die Leute hier in dieser Stadt, also die Camarilla in dieser Stadt, etwas merkwürdig hantiert, ja. Und unsere beste Chance war es jetzt, ja? Wenn wir mit ihm zusammengearbeitet hätten und jetzt alle gemeinsam, naja, den neuen Bürgermeister beeinflussen würde und hätte uns da schon eine Machtposition gegeben. Und stattdessen haben wir jetzt zwei Gegner, die unsichere Camarilla und ihre Feinde. Hervorragend. Aber lass uns eine Nacht drüber schlafen. Wir werden wahrscheinlich uns für einen Freund entscheiden müssen. Ich glaube, wir haben uns schon entschieden, dadurch, dass ihr das
den Typen niedergemacht habt. Oder wir schaffen es, die beiden Fronten vollends gegeneinander auszuspielen. Und machen dann unser eigenes Ding, oder was? Warum nicht? Aber nur Adam alleine wird halt auch nichts ausrichten können. Wenn wir dir gegeneinander ausspielen, was passiert dann? Dann landet er innerhalb von einer Woche beim Gesundheitsamt. Wäre das so schlimm? Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht schuld sein. Ich will, wie gesagt, ich will nicht so schlimm sein wie die anderen. Bist du das nicht schuld? Er arbeitet gegen eine Macht. Ich denke, er wusste ganz genau, mit welchen Mächten er da spielt. Du findest es also in Ordnung, ihn dafür an die Inquisition zu verkaufen? Nein. Damit sie Tests an ihm machen können. Ich finde, die Inquisition gehört genauso ausgerottet wie... Es ist alles scheiße hier. Ich will hier nicht sein. Da sagst du was. Ich wünschte, es gäbe irgendwo einen Anker, den wir werfen könnten, aber der einzige Anker, den wir haben, sind wir. Wir sollten tatsächlich... Wir sollten herausfinden, wie wir hier rauskommen. Wir sollten herausfinden, was mit dem Prinzen passiert ist. Ja. Aber erstmal müssen wir eine gute Miene zum bösen Spiel machen und uns unser Bleiberecht hier erkaufen. Das haben wir ja schon gemacht. Spielen wir das Spiel mit und tun so, als wüssten wir nicht, welches größere Ding da im Hintergrund abgeht. Und was dieser Alcea vorhat, ich meine, die schienen sich ja für unsere Interessen auch zu interessieren. Vielleicht wird ich glaube, wir haben da schon Gemeinsamkeit. Und was ist mit dem Gangrel? Der ist momentan unter Navas Fittichen. Das heißt unter seiner Furcht. Ich glaube, dieser Gangrel möchte eigentlich einfach nur seinen Frieden haben. Und mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben. Ja, das wollen sie alle. Kann ihn sehr gut verstehen. Ich kann ihn auch gut verstehen. Und ich meine, solange er nicht aktiv irgendwie gegen uns arbeitet oder versucht, uns Schaden zu... Das ist richtig. Leider neigen die Gangrel dazu, für ihren Frieden, für andere zu arbeiten, ziemlich schnell. Kann er dann nicht für uns arbeiten? Wenn er das will. Ich hätte nichts dagegen, einen Fuß bei den Gangrel drin zu haben. Obwohl der Clan ja er ist aus der Camarilla ausgetreten, weil sie können nicht so gut mit uns. Oder mit Andrew und Sam, ist klar. Verstehen sich so eher so mit Bruha. Ja, aber mal ganz ehrlich. Geht es immer nur um die Clans? Geht es kein bisschen nach persönlichen, also nach einzelnen Menschen, Vampiren? Ich kann auch sagen, ich kann die Niederländer nicht leiden, aber einzelne davon sind vielleicht doch ganz sympathisch. Andrew seufzt schwer und meint dann, der Einzelne ist in dem System unwichtig. Wie in jedem großen System. Die Camarilla existiert seit Hunderten von Jahren. Sie ist das einzige System, was sich durchgesetzt hat. Ja, aber die Camarilla hier ist korrupt, Andrew. Und das müssen wir ändern, ich sag dich schon einmal. Ja, eben. Und dann können wir auch über diese ganzen Standesdünkel hinwegsehen. Und Bruce fragen, ob er Interesse hat, uns dabei zu helfen. Ich denke, kann man auch tatsächlich vorstellen, dass wir seine beste Option sind momentan. Wir müssen auch dieses politische Spiel vorsichtig angehen. Wenn wir hier was ändern wollen als Klüngel und wir scheinen hier was ändern zu können, weil wir viele sind, brauchen wir schon, ich stimme zu, jegliche
Stimme, die wir kriegen können, aber wir müssen uns erst vorsichtig benehmen. Sie haben den letzten Gangwild, von dem wir wissen, an die Inquisition verfüttert. Und wenn wir uns jetzt hier vorstellen als Gangwild-Freunde, wir können wir müssen immer vorsichtig noch sein, mit wem wir koalieren. Ja, pass befürchte, auf. Da bin ich aber auch nicht gerade so die beste Option. Es gibt keine Bucher im Rat. Ja, warum? Weil wir auch nicht besonders gut auf die Kamarilla zu sprechen sind. Ihr seid ausgetreten. Ja. Wir können aber immer noch. Ist nicht jetzt mit dieser Inquisition und dem ganzen Scheiß das sowieso erstmal alles komplett anders als Jahre, Jahrhunderte war? Hat sich denn nicht doch auch irgendwas daran geändert? Alles hat sich geändert. Ja, also. Aber trotzdem, wenn sie mich sehen und sehen, oh, guck mal, eine Bruha, dann denken die auch erstmal, nee, die wollen wir hier nicht haben. Wir wissen zu wenig über die Leute, wir müssen mehr in Erfahrung bringen, da stimme ich zu. Und wenn sie sich daran aufhängen, dass wir Kontakt mit Bruce haben, ich meine, er ist ein Gangrel, einer, die sie wieder haben wollen, ist ein Gangrel. Vielleicht ist es ja auch nur eine Taktik. Ich glaube, das, was John meint, ist gar nicht, dass wir Kontakt zu Bruce haben, aber können wir Bruce vertrauen? Mehr wie vielen anderen, glaube ich. Ich habe auch das Gefühl, wenn er eine Sache machen will, dann ist es das Richtige tun. Und seinen Frieden haben. Und seinen Frieden haben. Frieden wollen wir alle. Dann lasst uns den Tag. Die Sonne geht gleich auf. Ja. Wir haben viel zu tun morgen. Wir hoffen, dass der Kandidat den Befehl ausgeführt hat. Und wir haben es gesehen. Das wird morgen in der menschlichen Welt einen ziemlichen Knacks geben. Es wird Chaos herrschen, denke ich. Zumindest Verwirrung. Und dann, irgendwie hat dein Sire dann doch geschafft, das alles durcheinander zu bringen, oder? Ja, das kann er gut. Die Frage, ist das schlecht für uns? Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz von OT eingreifen mit einem Zitat von einem meiner Lieblingscharaktere aus Game of Thrones. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Schöne letzte Worte für die Session. Und vielleicht nehme ich das als Titel für die nächste Folge. Das könnte, ja. Schreib das mal bei uns in den Discord rein, damit ich mir das merken kann. Nicht, dass es dann irgendwelche rechtlichen Schwierigkeiten gibt. Ja, man kann es ja etwas umformulieren. Auf Deutsch, dann merkt das eh keiner. Chaos ist eine Leiter. Ja. Chaos ist kein Abgrund, Chaos ist eine Leiter. Hört sich schon scheiße an. Deutsch so scheiße. Es ist auch im Englischen. Scheiße, es klingt cool, aber es ist Englisch. Ja, also cool. Vielen Dank für die. Wir haben jetzt bis 23 Uhr gespielt, weil wir haben auch später angefangen. Ich war heute super kaputt. Für die, die es nicht wussten, ich war den ganze Wochenende unterwegs und habe kaum geschlafen. Konnte auch nicht so richtig gut vorbereiten, aber ich denke, wir haben es trotzdem halbwegs hingekriegt, dass der Isaiah da so eskaliert, war natürlich nicht geplant von mir, aber es war ganz interessant. Das war extrem gewürfelt, auf jeden Fall. Aber ja, jetzt wissen wir wenigstens, was Isaiah so kann. Ausnahmsweise mal. Wir haben es alle vermutet, aber jetzt haben wir es mal gesehen. Ja, cool. Danke fürs Mitmachen und danke fürs Leiten. Ich denke, jetzt haben wir so den ersten, das erste Kapitel der Runde irgendwie wird dann wohl beim nächsten Mal so mit dem Auflösen des Auftrags und dem Chaos in der Stadt, also wenn es dann wirklich Chaos gibt, weiß nicht, dann schon abgeschlossen sein. Dann habt ihr irgendwie erst, also Bruce hat ja sein Standing auch eingelöst, ja, hat seinen Ground gesettelt und ihr kriegt das beim nächsten Mal dann vielleicht auch hin. Isaiah hat ja schon gesagt, wir brauchen eine Base. Das Bleiberecht habt ihr euch ja erkauft. Also dann ist das erste Kapitel dann schon abgeschlossen. Dann müsst ihr dann gucken, wie es ab da weitergeht. Und das ist dann sehr spannend, finde ich.
Ja. Ja, Staffel würde ich es jetzt nicht nennen. Ich würde es Kapitel nennen oder sowas. Ja. Okay. Dann kann ich auch, ein bisschen so die Baby-Steps von euch mal, die Stützräder abbauen. Oh. Ja. Das Tutorial ist vorbei, ja? Das Tutorial durchgespielt. Genau. Ja, cool. Ja, Jelly mag das Chaos, schreibt Feder schon. Ja, ich denke mir das, ja. Ja, cool. Danke fürs Zugucken. Wenn ihr da draußen zuguckt, ich kann mit den Kontaktlinsen wie immer nicht genau jetzt hier irgendwie alles nachlesen. Ich habe gesehen, der Saiki hat mich hier mit 11 Zuschauern gerade gehostet. Danke, danke. Und der Saiki fragt auch, was mit meinem Bild los ist. Ja, das liegt irgendwie an Discord. Ich musste hier mein Bild ein bisschen größer ziehen und dann wird das ein bisschen unscharf. Ja, vielleicht müssen wir mal gucken, wie wir das ein bisschen besser demnächst hinkriegen. Aber ich bin heute auch nicht sonderlich scharf, wenn ich scharf wäre. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich bin ziemlich durch. Ja. Danke aber für den Host, das ist sehr nett. Und wenn es euch gefallen hat, dann bleibt doch hier demnächst. Gibt es hier weitere Rollenspiel-Session-Sachen zu gucken. Ja, euch danke fürs Mitspielen. Wenn ihr mehr Rollenspiel sehen wollt, dann schaut ihr auf dem Nerdpol. Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Da haben wir einerseits einen ausführlichen Kalender, wo jeden Tag irgendwie ihr erkennen könnt, wer da gerade Rollenspiel spielt. Es gibt jeden Tag Pen and Paper Rollenspiel Livestreams. Nicht immer von mir, aber teilweise besser, würde ich sagen. Also schaut da mal rein. Und wenn ihr dann da drauf seid und sagt, da ist aber nichts für mich dabei, ich suche nur Vampire, dann heute kommt aber nur D&D, dann schaut ihr ins Stream-Archiv, was es auch auf dem Nordpol gibt. Dafür muss man sich allerdings anmelden, aber kostet nichts. Und dann könnt ihr da schauen, da gibt es ganz viele Vampire-Streams zum Nachgucken. Und dann kann ich weiter noch Werbung machen mit Nerdpool Related. Wir haben im August, ja. Die NerdCon. Also falls ihr uns mal live sehen wollt, ich weiß davon, dass Lidio da ist, ich weiß, dass Feramin da ist und ich weiß, dass ich da bin. Ich weiß nicht, ob Kakko da ist. Ist Kakko da? Vielleicht. Vielleicht ist Kakko da. Raiguma weiß ich auch nicht. Raiguma ist nicht da. Nicht. Schade. Sonst hätte man Vampire V5 live von da spielen können. Das wäre ganz geil gewesen. Aber mal gucken. Weil es ja noch nicht auf. Wir haben ja auch Ersatzspieler. Ja. Und Jelly und Ronan wären da. Hochkarätige Ersatzspieler. Ja. Also müssen wir den Kakko noch ein bisschen beflehen, dass er das macht. Ja, 23.08. bis 25.08., falls ihr da Interesse habt. Es gibt noch Karten. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann schaut auf den Nordpol. Da ist ein Link zu allen Infos. Und ich würde mich freuen, wenn ich den ein oder anderen aus dem Chat da auch noch sehe. Ja. Wenn ihr reingucken könnt gerade mal, wer noch so im Chat rumhängt gerade, dann kann da einer mal gucken, mal vorlesen. Genau, im Chat noch sind 0x2f7c37. Yeah, das klingt nach Bot. Wie bitte? Das klingt nach Bot. Entschuldigung, wenn du kein Bot bist, aber klingt so. Avocado Badado, Brumbeer 76, Commander Root, Corny, Shippo, Cycle Motion, der D-Rex, die Feuerwehr, Fräuleini, Jobi, Essen, Jodja, Lied oder 1337, je nachdem, wie du das gerne ausgesprochen haben würdest. Kaiserkater, Lurx, Mondschatten, die Polizei, Redpack 220, Saiki TV, Steelhammer 79, Sturmkrähe 84, The Application und Jairobi 82. Ja, danke fürs Zugucken. Falls du das später guckst auf YouTube, hinterlass uns doch einen Kommentar unter dem Video und ja, sag uns, ob du es gut oder schlecht fandest und wenn du es schlecht fandest, was wir verbessern können, weil Kommentare sind unser Trinkgeld. Wir kriegen für das, was wir hier machen, überhaupt nichts.
Und deswegen, also, leben wir von Kommentaren. Von Luft, Liebe und Kommentaren. Bis dann so in 5 Jahren die dicken YouTube-Moneys bei Koali reinkommen. Die kommen nicht rein, dafür müsste ich meinen Kanal monetarisieren, das werde ich nicht tun. Ja. Nee, ja, und ja. Wann gibt's das nächste Mal was mit Kako? Am Donnerstag. Da geht die Starfunder-Runde weiter, wo Lilia mitspielt. Bin ich auch mit dabei. Yay! 20.30 Uhr, glaube ich, hatten wir ausgemacht. Geht die kleine Truppe mit Arasha, Altronus und Rio wieder in den Abenteuer, in den neuen Auftrag. Ja, Starfinder, ne? Also wenn ihr Pathfinder, das Fantasy-Setting kennt, dann stellt euch das im Weltraum vor. Und dann habt ihr Starfinder und stellt euch das dann noch in cool vor, wenn es euch nicht so cool klingt. Dann stellt euch das in cool vor, weil der Kakko leitet das. Und auf jeden Fall. Lydia spielt mit. Also das kann nur cool sein. Ja. Na, unbedingt reingucken. Ja. Ja, also können wir dann gleichzeitig auch schon geklärt, wann wir Lydia das nächste Mal sehen? Oder ist nein, das... weil am Mittwoch bin ich auch nochmal. Und jetzt zwar Stomping Thunder Dungeons and Dragons 5. Edition bei Claudine auf dem YouTube-Kanal. Klassiker, Dungeons and Dragons, Claudine immer zu empfehlen, eine der besten Spielleiterinnen, die es im Online-Repertoire gibt, wer sie noch nicht kennt. Claudine spielt suchen, abonnieren und alle Runden angucken, sofort. So, ja. Ja, mich sieht man, glaube ich, am, was ist das, Klingende Nacht müsste sein, Mittwoch. Mittwoch. Ja. Und Feramin? Montag nächste Woche bei Rerion Vampire Dark. Dark Ages. Ja, also Feramin ist dem Vampire treu geblieben und spielt da aber keine Toreador, sondern ein Raphnos. Ja. Und Dark Ages ist ja auch nochmal was ganz anderes. Also wenn ihr da Vampire-Hype und habt, dann schaut bei Rerion 79, heißt er, glaube ich, ja, vorbei und schaut euch das an. Oder wenn ihr es nicht findet, weil ich habe zwischendurch auch mal versucht, den auf YouTube zu finden und so. Das ist gar nicht so einfach. Wenn ihr es überhaupt nicht findet, dann guckt ihr auf dem Nordpol, weil da findet man es. Ja, Araiguma, ich fürchte, du bist nirgendwo sonst zu sehen, außer hier, ne? Nein, nein, ich bin dir treu, meinem einzigen Online-Spielleiter. Ja, das hast du schön gesagt. Ja, ja. Kriegst gleich deinen Zehner. Nein, ich darf irgendwann nächste... Der nächste Woche, Dienstag, habe ich meine Tischrunde auf der Arbeit, aber ansonsten bin ich ganz zurückgezogen. Ja. Ganz zurückgezogen und hat ganz viel Zeit, seinen Hintergrund zu schreiben. Ja. Ja, also vielen Dank fürs Mitspielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hatte sehr viel Spaß und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.